Parker und Schlenske. Der queere Rückblick mit Jessica Parker. Ja, das bin ja ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Und von uns gibt's jetzt was auf die Ohren. Es läuft, du darfst jetzt. Margot, schön, dass ich wieder hier bin, bei dir in deinem Studio. Hallo Margot Schlenske. Hallo Jessica Parker, genau. Schön, dass du bei mir bist. Ist das ein Wetterchen, oder? Es ist großartig. Oh, wirklich großartig. Der Frühling kommt, ich sag's mit großen Schritten. Die Lebenssäfte sprießen auch jetzt wieder. Ja, ja? Ach du, das ist es, alles klar. Ich habe mich schon gewundert, was mir da an der Plexiglasscheibe hängt. Ja, alles ganz feucht, ja. Es geht ja schon gleich gut los. Du, wir müssen, bevor wir anfangen, müssen wir erst einmal ein paar Sachen aufklären. Ja, bitte, dann klär auf. Weil du hast im letzten Podcast, Tony Marshall für tot erklärt. Ja, Der lebt. Der lebt noch. Mensch, der lebt noch. Ich habe den verwechselt, glaube ich, mit Roberto Blanco. Oder Roberto Blanco lebt noch. Lebt auch noch. Ich verwechsel die beiden sowieso immer. Ich weiß nicht warum, aber beide leben noch. Die sehen sich auch beide wirklich zum Verwechseln ähnlich. Die haben auf jeden Fall dieselbe Frisur. Ja, das... Also nein, eigentlich. Doch, also Tony Marshall hat so eine Mini-Pli. Ja. Und Roberto Blanco hat halt normales Haar. Hat auch eine Mini-Pli. Ja, aber Natur-Mini-Pli halt. Und ich finde, die haben doch die gleiche Frisur, muss ich sagen. Ja, okay. Also ich würde so ein paar Dinge sehen, wo ich denke, die sehen jetzt so grundsätzlich dann doch etwas unterschiedlich aus. Aber vielleicht gucke ich da auch zu genau hin. Ja, das ist nicht. Halt einfach viel zu genau. Margot. Ja, das auch. Also Tony Marshall lebt auf jeden Fall. Wenn du hingegen jetzt gerade Bilder von ihm googelst, dann denkst du allerdings auch, das war halt wirklich meine große Sorge, er lebt noch. Also er sieht wirklich gerade nicht so gut aus. Naja, wie alt wird der sein? Der ist 85, glaube ich, oder was? So alt ist der schon. Also oh, nein, das war jemand anders, glaube ich, der 85 war. Ich weiß es nicht. Das war Johannes Hitney, der Johannes Christoph war noch älter. Der ist 185. Mehrere hundert Jahre alt. An alle Hörenden, die Tony Marshall nicht kennen, weil vielleicht Hörende auch unter 35 sind. Das ist ein deutscher Schlagersänger. Mit ganz großen Hits. Schöne Maid hast du heute für uns Zeit. Ho, ja, ho, ja, ho. Jessica Parker singt, das tut mir sehr, sehr leid. Und ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Nein, er hat noch viele andere tolle Sachen gemacht. Also es ist wirklich, der hat Schlagergeschichte geschrieben, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Genau. Dann haben wir ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen von unseren ZuhörerInnen. Und es hat sich dieses Mal ganz besonders gehäuft. Ich möchte alle ZuhörerInnen an dieser Stelle einfach mal grüßen. Aber bei dem, was ihr gerade macht, beim Bügeln, wie ich erfahren habe, beim Kochen, wie ich erfahren habe, aber was ich das Schönste fand, beim Einschlafen. Also das finde ich wirklich, ich weiß gar nicht so genau, ist das dann von diesen Menschen dann irgendwie zynisch gemeint, weil wir so langweilig sind? Oder wie soll ich das verstehen? Also einer hat mir gesagt, er liebt es, bei Bekannten und Vertrauten sympathischen Stimmen einzuschlafen. Oh, süß, ja, okay. Früher waren es die drei Fragezeichen. Du, ich höre zum Einschlafen gerne drei Fragezeichen. Echt? Ja. Bei mir ist es die Nanny. Wie, die gibt's als Hörspiel? Nein. Okay. Achso, ich kann bei Fernsehflimmern nicht einschlafen. Das macht mich wahnsinnig. Nein, das kann man ja auch ausschalten. Ich mache dann auch stumm. Ich habe dann ein Hörspiel, in dem ich ich kann den Fernseher ausmachen oder den Bildschirm ausmachen, dann höre ich nur die Nanny. Ach, du bist wieder so toll technisch ausgerüstet. Hierzu, aber du hast mir auch so schöne KommentarInnen ausgedruckt, die auf... Ja, bitte. Die auf Let's Cast, genau sind. Eins finde ich ganz schön, ein Kommentar, und zwar tolles, kurzweiliges Gespräch von zwei sehr sympathisch wirkenden Persönlichkeiten. Scheint nach leichter Unterhaltung, ist aber sehr tiefgründig und wird sicherlich von den HörerInnen gut recherchiert. Von den HörerInnen gut recherchiert. Bitte mehr. Außerdem fordere ich die beiden auf Hörbücher einzusprechen. Ich liebe diese Stimmen. Von Happy Swami. Vielen Dank. Oh ja, ja. Ein Hörbuch wäre eine schöne Geschichte. Welches Hörbuch könnten wir wohl gemeinsam einsprechen? Der Exorzist. Der weiße Hai. Der weiße Hai wäre auch schön. Und dann noch ein Kommentar, dann machen wir aber auch weiter. Ja, bitte. Endlich. Ich bin Jurassic-Fanboy. Ich freue mich, wünsche euch stark schönen Erfolg, ist sehr nett gestaltet. Louis Parker, ach, den kenne ich doch, das ist ein DJ aus München. Liebe Grüße. Das heißt übrigens, ist süß gestaltet. Das
So. Aber gut, als Fanboy lernt das noch. Irgendwann wird er Fanman. Der ist auch schon lange kein Boy mehr, ganz ehrlich. Auch so ein 59-jähriger Jeansboy? Aber ich glaube, der ist auch schon Mitte, Ende 30. Da ist man definitiv kein Boy mehr. Ja, würde ich auch sagen. Also ab wann endet Boy eigentlich? Mit 25, würde ich sagen. Ist durch, ne? Genau. Ja. Also was ich süß fand, wie gesagt, dass man uns beim Einschlafen hört. Und das hat mir so gedacht, ja, ist doch super. Wir haben halt so eine schön einschläfernde Wirkung. Und ich dachte mir, sollte es eines Tages mal mit Travestie nicht mehr so klappen bei uns beiden, können wir beide eine Tierklinik aufmachen. Können wir reichlich Leute einschläfern. Ja. Das ist aber jetzt ein Witz, der ist gar nicht mal so lustig, Margot. Ja, mach doch einfach weiter. Mach ich jetzt einfach weiter. So. Aber erzähl doch mal, also wirklich, Margot, das sieht dir gar nicht ähnlich. Ich habe eine Mail von Carlos bekommen. Ja. Ich möchte jetzt über Carlos reden, auch das muss noch vorweg sein. Carlos ist nämlich von Apple Podcasts und der hat uns geschrieben, dass unser Podcast Barker und Schlönske in den Charts der Apple Podcasts ist. Das ist aufregend. Ich weiß nicht, ob da jetzt alle gelistet werden oder ob halt nur die Top XY, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, das musst du jetzt vorstellen, wir sind in der Schweiz im Bereich Comedy, wir werden in Comedy gelistet. Das finde ich schon mal gut. Auf Platz 144. Ja. Ich wusste gar nicht, dass die Schweiz so viel... Dass es überhaupt auch mehr als 144 Hörende gibt in der Schweiz. Ja, das ist erstaunlich. Ja, vielleicht hört uns ja der ein oder andere häufiger, wenn man uns beim Einschlafen hört. Das dauert ja eine Weile, bis man durch ist. Dann. Ja, aber jetzt kommen wir auch zu Österreich und Deutschland, Margot. Ja, bitte, bitte. Wir sind in Österreich, ich mache jetzt Deutschland. Wir sind in Deutschland auf Platz 70. Ja, und wir haben mal, als wir angefangen haben, Ende Oktober, waren wir auf Platz 200 irgendwas. Ja, das weiß ich noch. Ja, genau. Daran. Also von daher, gute Entwicklung. Genau. Und Österreich, wir lieben Österreich, da sind wir auf Platz 62. Düdüm, liebe Grüße nach Österreich. Ja, also liebe Österreicher, vielen, vielen lieben Dank und liebe Leute in Deutschland und in der Schweiz, da ist noch Nachholbedarf. komm, wir arbeiten alle ab, du, ja, Margot. Natürlich, ja, klar. Dann, und wir sind noch in einem Ranking aufgetaucht. Ach so? Wo ja. Denn? Beim Magazin Siegessäule. Ach so, stimmt. Ja, weil die haben ja die 15 relevantesten queeren Podcasts Deutschlands aufgelistet. Genau. Und da sind wir mit dabei. Da sind wir gleich an zweiter Stelle aufgezählt. Ist super. Ja, also ich mich war wahnsinnig begeistert. Jetzt reizt aber auch mit der Selbstbeweihräucherung. Ist auch wirklich widerlich. Danke, Merkel. So, wie heißt die Rubrik eigentlich, wenn Merkel aufhört? Das ist eine gute Frage. Ich meine, danke Söder, es wäre dann halt auch. Müssen wir dann mal sehen, wie es so weitergeht mit Deutschland. Je nachdem, wie die Wahl manipuliert ist, würde ich sogar sagen, danke Putin. Ach so. Ach, Putin hat auch hier seine Finger mit im Spiel. Ja, schon bei der letzten Bundestagswahl. Oh, natürlich. Hochinteressant. Natürlich. Facebook und Co., das läuft ja alles. Also das ist ja ganz, ganz gruselig. Ja, wir hatten im Februar ein ganz, ganz großes, schlimmes Schneechaos. Ach was, erzähl mir alles. Ja. Ist denn nicht aufgefallen? Nee, das war aber wirklich toll. Also ganz, wirklich mal wieder Schnee. Also ich weiß nicht, ich höre mich immer an wie ein Boomer, wenn ich sowas sage. So in letzter Zeit denke ich dauernd, ich sage nur so Boomer-Sätze nur noch. Aber ich das letzte Mal richtig doll Schnee hier in Berlin, ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Das ist bestimmt schon 10 Jahre her oder so. Das ist durchaus eine Weile her. Ich kann mich an dieses S-Bahn-Chaos-Jahr erinnern. Das war, glaube ich, 2009. Das ist ja jeden Winter, egal ob es schneit oder nicht. Da war es ja wirklich, dass ja fast alle Züge ausgefallen sind. Da ging ja gar nichts mehr. Ja. Und das war der erste Tag von meiner neuen Arbeit und ich musste mit der S-Bahn hinfahren. Ich hasse S-Bahn fahren, muss ich gestehen. Ich hasse S-Bahn fahren. Oh, ich finde das, und U-Bahn liebe ich, S-Bahn finde ich fürchterlich. Warum ist das so? Bei mir geht es ganz genauso. Weil wir aus West-Berlin sind und du musst ja wissen, zu West-Berliner Zeiten wurde die S-Bahn in West-Berlin von der Reichsbahn der DDR unternommen. Total absurd gewesen. 1980, das ist so im West-Berlin eigentlich dann drin, dann wurde sie für 2-3 Jahre stillgelegt und dann 1983, glaube ich, hat dann die BVG ein reduziertes Netz, nämlich nur bloß 3 Strecken übernommen, aber es hieß bis dahin eigentlich immer so, wer S-Bahn fährt, ist eigentlich ein Vaterlandsverräter und unterstützt den Osten und was ich weiß. Ach so, Margot, gut, ich weiß nicht, in deinem Universum wird das so gewesen sein, du bist ja auch nochmal 20 Jahre älter als ich. Ist doch überhaupt von daher, du hast doch selbst die 80er Jahre bewusst miterlebt. Ja, du warst zu alt, um dich nicht dran erinnern zu können und du bist zu jung, um Dinge machen zu können, um dich auch nicht mehr dran erinnern zu können. Ja. In den 80er Jahren wohnte ich in Britz. Da war alles fußläufig erreichbar. Und da gab es keine S-Bahn. Nein, und da gab es auch keine S-Bahn. Also von daher, ich habe das erst zu Schulzeiten Oberschule kennengelernt. Gab es da schon die U-Bahn damals unten in der Ecke? Natürlich, meine Liebe, hallo. Immerhin. Jedenfalls hat
dieses Wetter für ganz schlimme Wortspiele im Fernsehen gesorgt. Erzähl mir alles. Ja, es kam dann nämlich, wenn es geschneit hat, zum Flockdown. Wo hast du dieses Wortspiel gehört? ARD. ARD? Tagesthemenwetter. Ach so. Ich war wirklich, wenn es wenigstens RTL gewesen wäre oder so etwas. Ja, das okay. Würde passen, ne? Aber ARD. War das diese Wetterwalküre, diese Blonde, Claudia nein. Kühnert oder wie nein. die heißt? Claudia Kühnert, das ist ja Kevin Kühnert. Und Claudia, wie heißt sie denn? Claudia? Kleinert. Kleinert, ja. Es ist alles eine Soße. Die Wetterwalküre. Genau, Wetterwalküre. Ja, stimmt, die hat was Walkürenartiges, aber sehr sympathisch. Ich liebe Claudia Kühnert. Ja, Kühnert. Kleinert. Aber die trägt ja gern Wickelkleid. Ja. Trägt gern Wickelkleid und ist halt wirklich sehr viel Frau. Ne? Ja. Also ich glaube, ganz viele heterosexuelle Männer sitzen vor dem Wetter und müssen wichsen, wenn sie die aber angucken. Ich finde das toll, dass du im Fernsehen mal eine Frau hast, die halt nicht so diesen fürchtlichen, ich sage jetzt nicht, dass sie hässlich wäre, aber sie ist wirklich eine sehr attraktive Frau. Eine wahnsinnig attraktive ja, Frau. Aber sie ist nicht so eine spindeldürre Frau, wie man sie über den Laufsteg jagen würde. Eben. Das ist so eine richtige, so ein Vollweib. Möchte ich sagen. Ja. Und ich glaube, viele Männer, denen geht dabei einer ab bei Claudia Kühnert. Füllt den Begriff Frau einfach wirklich aus. Du lernst es noch, wie sie heißt bis zum Schluss. Okay, mach Gott. Aber nein, genau sie war es eben nicht. Es war dieser Mann, der immer das Wetter macht. Ich habe das jetzt, ich wollte immer jetzt Tom Buro sagen, das ist völlig verkehrt. Tom Buro ist Thomas. Jemand anders. Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie der heißt. Ist egal, genau. Und wir hatten ja die Kältetemperaturen um bis zu minus 20 Grad dabei gehabt. Ja. Und dann konnte man diesen wunderbaren Mpimba-Effekt machen. Was ist das? Was ist das? Hast du es nie im Nein. Unterricht gehabt? Nein. Du hattest keinen Unterricht. Ach, du kommst aus Britz, entschuldige. Ich komme aus Britz. Da, das sagt mir wirklich gar nichts, Margot. Bei minus 15 Grad geht das, glaube ich, los. Minus 20 Grad ist dann perfekt. Wissen wir, eine realistische Temperatur für unsere Breitengraden. Lässt du die Zettel mal da liegen? Was machst Erzähl du denn Erzähl doch mal da? Weiter jetzt. Du schmeißt Dinge runter. Da kannst du kochend heißes Wasser in eine Tasse oder ein Glas geben. Du wirfst es in die Luft und es wird sofort Ach, zu so. Eis, zu Schnee. Und so heißt das? Ja. Und das hätten wir jetzt machen können. Das hätten wir machen können. Und Och. Ich muss gestehen, ich bin ja ein Opfer. Hast du es gemacht? Natürlich. Und hat's funktioniert? Ja. Das ist ja hochinteressant. Hast du deine Insta-Story mitgemacht? Kann man das irgendwie Nein, sehen? Nein, ich habe mich jetzt extra für nicht aufgefummelt. Hätte ich vielleicht machen sollen. Man hätte ja, das wäre wirklich ein tolles Video gewesen, Margot. Ah, toll, ich habe es wieder verpasst. Jetzt ist halt Frühling, tut mir leid. Ich habe halt kein Ding dafür. Was ich an diesem Mpemba-Effekt so toll finde, das war ein tansanischer Wissenschaftler, oder besser gesagt, es ist ein tansanischer Wissenschaftler, weil der lebt noch Jahrgang 1950, aufpassen. Mhm. Und der hat diesen Effekt 1963 entdeckt und veröffentlicht. Jetzt rechne noch mal kurz nach. Das sind 13 Jahre nach seiner Geburt? Ja. Das ist ein sehr schlauer Mann anscheinend. Der war 13 und hat es mit 13 schon in die Geschichtsbücher der Wissenschaft gefasst. Wahnsinn, mit ja. seinem Namen. Wahnsinn. Was soll da noch kommen? Jetzt ist er 70 und ist im Ruhestand. Das konnte ich recherchieren. Ja. Nur gut. Margot, vielen Dank. Ich sehe gerade, dass du, Margot bereitet ja immer wirklich ganz toll so einen Ablauf vor auf Klemmbrettern. Muss ja was machen. Genau, weil ich komme ja hier nur und mache gar nichts außer quatschen. Margot ist ja die Vorbereitungsqueen. Und meinen Sekt leer trinken. Ja, und deine Klemmbretter sind von Tupperware. Jetzt frage ich mich doch, ist das ein Werbegeschenk von Tupperware oder stellen die auch Klemmbretter her für die Küche? Oder? Ich war doch mal Tupperware-Beraterin. Das wusste ich nicht. Ein weiteres Detail deiner Persönlichkeit, Margot, heute wieder entblößt. Wie, du warst mal so eine Tupper-Verkäuferin? Nee, Beraterin. Nee. Ja, also du hast da nichts verkauft. Nein, doch, also ich habe das auch natürlich mitverkauft, keine Sorge. Nein, ich habe Tupperware-Partys gemacht, ich bin zu Leuten nach Hause gegangen. Oh, dort bist haben wir du ein wunderbare Opfer, Tupperware-Partys gemacht. Ich habe das auch im Fummel gemacht. Das ja. Und Tupperware Deutschland wusste das auch, war auch ein cooler Laden, was das anging. Und die fanden das so geil, was ich da gemacht habe, dass die mich dann zu größeren Tupper-Veranstaltungen, zum Beispiel Maritim Magdeburg, vor 800 Tupper-Beraterinnen auf der Bühne aufgetreten, um ein neues Programm
da mit neuen Produkten vorzustellen. Ja. Halt mal dein Schnütchen. Ja. Wir kennen uns jetzt wirklich auch schon ein paar Jahrzehnte. Ja. Das wusste ich wirklich noch nicht. Und bitte, wann war denn das? Das war 2007, 8, 9, 10, 11, so in dem Bereich. Das gibt es ja nicht. Das ist ja hochinteressant. Ja, und ich bin sogar Gruppenberaterin geworden. Natürlich, Margot. Ja, du kleine Karrieremaus. Ja, natürlich, wenn du da gewisse Sachen machst und so weiter und so fort und auch förderst und hier und das, dann wirst du Gruppenberater und dann bekommst du, also ich habe damals einen Ford Focus als Dienstwagen gestellt bekommen. Das tut mir sehr leid, Margot, weil Ford Focus ist nun wirklich auch das Auto der Reihenhausbesitzer. Egal, ich habe es umsonst gehabt, musste nichts dafür bezahlen. Problem ist halt leider, ich hatte auch keinen Führerschein. Ach stimmt, du hast ja gar keinen Führerschein. Nein. Das ist halt doof jetzt auch, ne? Das ist richtig doof. Ja. Schade, Margot. Ja, es war eine wunderbare Zeit, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und deswegen ist auch meine Küche durch und durch getuppert. Ich habe doch alles von Tupper. Margot hat alles von Tupper. Ja. Du hast ja sogar so Sachen von Tupper, wo ich gar nicht wusste, dass es sowas von Tupper gibt. Ja, Kochtöpfe. Kochtöpfe, aber auch sämtliches Kochbesteck von dir. Ist ja auch alles von Tupper. Ja. Und ist es, nee, lass uns bitte jetzt einfach weitermachen. Wir verfallen jetzt schon in so ein Verkaufsgespräch. Ja, genau, das müssen wir mal ein andermal machen. Ja. Machen wir aber auch sehr, sehr gerne, genau. Hast du was Schönes, was du im Februar miterlebt hast, was in die Rubrik reinfällt? Lass mich, nein. Nein, du hast nichts weiter? Okay. Ich hab eigentlich jetzt, wir sind doch noch, wo sind wir denn jetzt, Margot? Du weißt, wir sind beim Podcast Parker und Schlönske. Ach so, auch deshalb fühle ich mich gerade so komisch. Ja. Ich war ja schon beim nächsten Thema, weil ich lass meine Tupper-Schüsseln da hinten in Ruhe stehen. Ich war jetzt wirklich gerade so verwirrt von diesem Tupper-Talk. Aber Margot, was ich nicht verstehe, weil das möchtest du. Tupper-Talk. Wäre auch mal ein schöner Podcast eigentlich, oder? Ja, ist eine tolle Idee, ja. Tupper der Talk. Margot, was ich nicht verstanden habe, ist mit den Feiertagen, weil da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen. Ach so, ja. Erklär mir das, weil ich habe es aus deinen Notizen nicht verstanden. Also wir haben die Feiertage, es gibt ja viele Feiertage, die wandern von Jahr zu Jahr, von Wochentag zu Wochentag. Der 3. Oktober beispielsweise fällt mal auf Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Ja, in diesem Jahr fällt er auf einen Sonntag. Ja. So, das gleiche passiert auch mit beiden Weihnachtsfeiertagen in diesem Jahr. Verstehe, Ostern auch. Ach, Ostern. Sowieso am Sonntag, ja. Der Ostersonntag fällt meistens auf den Ostersonntag. Ja, verstehe. Das hat was mit der Kalenderreform zu tun. Ja. Das ist wirklich, oh Gott, sie ist so schlimm heute mit mir, ja. Doof, ja. Der Reformationstag beispielsweise fällt auch auf einen Sonntag und es gibt so ein paar Jahre, in denen das sehr, sehr häufig halt sich auf Wochenenden beschränkt. Und jetzt gibt es eine Initiative, die dafür sorgen möchte, dass die Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, dann an dem entsprechenden ersten Wochentag danach, also am Montag, nachgeholt werden. So ein Quatsch aber auch. Nee, das würde bedeuten, dass wir jetzt natürlich Weihnachten könnten wir dann Montag, Dienstag nachholen. Wir haben ein sehr langes Wochenende dann und dann ist praktisch schon gleich Silvester. Ja, ich muss dazu auch sagen, Margot, für mich als selbstständige Künstlerin sind Feiertage für mich völlig irrelevant. Ist es bei dir auch so? Nicht ganz, weil ich werde insbesondere an Feiertagen gebucht. Ja, das okay. Kennst du nicht, das Gefühl, aber ich werde gebucht. Ja, aber eben, weil das sind eigentlich eher Arbeitstage als Feiertage für das uns. Das ist es durchaus. Das meine ich damit, weißt du? Das ist es durchaus, ja, genau. Und ob nur Ostern ist oder hier Christi Himmelfahrt oder den ganzen Kack, interessiert mich überhaupt nicht. Machen wir relativ wenig davon, das ist wohl wahr. Ja. Also Feiertag ist für uns auf jeden Fall meistens kein freier Tag. Ich fände es wesentlich intelligenter, wenn man mal die gesamten Feiertage, die ja doch in den Bundesländern etwas unterschiedlich aufgeteilt sind, angleichen würde. Also ich glaube, Bayern hat ja gefühlt 56 Feiertage, sowas wie Maria Friseurbesuch und so. Maria Friseurbesuch. Die haben ja ständig irgendeinen Feiertag. Und ich glaube, die erfinden auch manchmal Feiertage. Und die würden natürlich sofort alle Feiertage dann auf den nachfolgenden Montag oder so legen. Ich bin sicher, die würden auch den Ostersonntag als allererstes auch auf den Dienstag legen. Ja. Dass die wirklich, die glaube, die bleiben nur noch zu Hause, die Bayern dann. Also das finde ich schwierig eigentlich. Genau. Ich finde es, ach jetzt, aber ich habe es ja auch in die Notizen geschrieben, ich möchte eigentlich so diese Kirchenkiste gar nicht unbedingt aufmachen, weil man natürlich damit auch ganz viel auf den Schlips treten kann. Menschen, die halt gläubig sind, das ist ja auch wunderbar und beneidenswert finde ich auch, weil ich hätte gerne eigentlich auch einen Glauben, aber ist mir irgendwie nicht vergönnt bislang. Ich habe einen, ich glaube an dich.
Och Margot, das kann ich leider nicht erwidern. Ich weiß. Aber es ist mir neulich aufgefallen, Margot, dass und zwar, da habe ich so einen tollen Bericht gesehen, und zwar über die Familie Murdoch. Ein Dreiteiler mal wieder auf Arte. Ja, du hast es geteilt, glaube ich. Ja, und ne? Das ist wirklich hochinteressant. Nochmal eine Empfehlung auch, wie tatsächlich dieses Unternehmen Murdoch halt ganz, ganz viel Einfluss auf die Weltpolitik nimmt. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Gerade auch, was mit Brexit zu tun hat und so. Also wirklich hochinteressant. So, und da haben aber ganz viele Menschen gegen Murdoch aussagen müssen in unserem Untersuchungsverfahren. Ach, ja. Unter anderem auch Tony Blair und John Major heißt er? Ja. Egal. Und die schwören ja, bei Gericht muss man ja auf die Bibel schwören. Ach Gott, ja, stimmt. Und da ist mir aufgefallen, ich finde es irgendwie total antiquiert. Und was macht man denn mit Menschen, denen die Bibel halt eigentlich nicht wichtig ist in ihrem Leben? Ist jetzt amerikanisches Gericht, vermute ich. Das war britisch. Britisch, okay, britisch. Alles klar. Weil also im Amerikanischen ist es ja, glaube ich, noch extremer. Da wird ja alles auf die Bibel und alles darauf. Auch die Verfassung beruft sich dann auf die Bibel. Aber ist doch hier in Deutschland doch auch, oder? Nein, hier in Deutschland kannst du es weglassen. Ja, ist das du so? Du kannst den Zusatz, so war mir Gott helfe, kannst du weglassen. Ist kein Problem. Du musst es halt schwören, das ist wichtig. Ach so, ich dachte, das muss man machen. Nein, weiß man ja nicht. Wir haben ja, wie heißt das nochmal, wir sind ja säkulär, das heißt, wir haben die Trennung zwischen Kirche und Staat und das nehmen wir dann doch genauer als manch ein anderer Staat, obwohl ich sagen möchte, das ist manchmal auch doch noch stark. Also ich muss sagen, es ist doch schon relativ verwoben. Ich meine, wenn du dir mal die ganzen finanziellen Strukturen der Kirche anguckst hier in Deutschland, da ist irgendwie auch noch viel Staat mit dabei und andersrum. Ja, natürlich, klar. Und ich wollte jetzt gar nicht zum Sprechen kommen, aber natürlich katholische Kirche, fällt mir jetzt natürlich gerade der Kardinal Wölki ein, der hat jetzt ja auch im Februar ein kleines Problemchen, weil lauter Katholiken wollten jetzt aus der Kirche austreten und haben sich online, weil die haben einen Missbrauchsskandal, der hat eine Untersuchung, einen Auftrag gegeben, die ist ihm angereicht worden und er hat gesagt, die veröffentlicht er allerdings nicht. Und das hat jetzt für einen großen Shitstorm gesorgt. Genau, angeblich habe sie irgendwie strukturelle Fehler und sowas alles. Könnte man das trotzdem öffentlich diskutieren? Er hat ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Jetzt sind ganz viele Kölner, auch insbesondere engagierte Katholiken, wollten aus der Kirche austreten. Ja, also gerade die wirklich was machen in der Gemeinde dort, sind auf den Server, um sich einen Termin geben zu lassen, ist der Server abgestürzt. Ach so, verstehe. So ganz zufällig. Ganz zufällig. Aber es ist wirklich, der Server war restlos überlastet und sie machen jetzt, sie haben jetzt nämlich eine Sonderhotline eingerichtet zum Kirchenaustritt. Austritts-Sonderhotline. Es sind wirklich tausende Auftritte. Es geht wirklich um eine Größenordnung dort. Das ist sehr, sehr, sehr heftig gerade. Genau. Das ist echt, also mit diesen ganzen Missbrauchsskandalen, ich finde es auch wirklich immer wieder fast schon Comedy. Wenn das Thema nicht so schrecklich wäre. Wenn es nicht so schrecklich wäre, wäre das so ein Comedy, weil sie ziehen es ja immer wieder durch. Wir klären das auf. Wir sind für totale Transparenz in 3000 Jahren, aber vorher halt noch nicht. Wir wollen halt wirklich erstmal überprüfen, ob es wirklich stimmt. Genau, weil, das ist wirklich, da sträuben sich mir immer die Nackenhaare und ich werde richtig sauer immer, wenn ich das im Fernsehen sehe. Es geht mir darüber lese. Ja, ich find's fürchterlich mit diesen Strukturen, genau. Nicht ganz so viele Austritte, aber doch Coming-outs hatten wir bei den SchauspielerInnen. Ja, hast du schöne Überleitung. Ja, oder? Ja. Ich habe halt von der Besten gelernt. Von deiner Mutter? Nein. Ja, von dir, Mama. So, Mama Jurassica. Ach, du hast die Überleitungen von mir gelernt. Ja, jetzt im Laufe der letzten 3-4 Podcasts, die wir gemacht haben. Margot, du musst kurz weitersprechen, weil mir ist so warm, ich muss dringend meinen Pullover ausziehen, sonst sterbe ich. Ja. Also jedenfalls haben sich 185 Schauspielerinnen geoutet in einer größeren Zeitschrift, erwähnen wir jetzt nicht weiter. Und, jetzt beschlägt die Plexiglasscheibe. Entschuldige mal bitte. Ich meine, bei meinem heißen jugendlichen Körper ist es doch völlig klar, dass hier alles beschlägt. Und jetzt ist die Frage, war es ein Coming-out? War es ein Outing? Was war es eigentlich? Weil bei den meisten Schauspielerinnen, wenn ich sie denn kannte, wusste ich schon, dass die schwul waren oder lesbisch waren oder bi oder trans. Und besonders genau, es haben sich ja auch, soweit ich das verstanden habe, ja auch wirklich zum Beispiel hier dieser eine Tatortkommissar, wo ich jetzt seinen Namen vergessen habe, der ist bisexuell, sagt er selber. Ich glaube, es haben sich auch viele einfach aus Solidarität mit nicht heterosexuellen Menschen einfach auch geoutet, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich fand, das ist ein tolles Zeichen natürlich,
Aber irgendwie hat sowas immer ein Geschmäckle für mich. Also genauso wie hier diese Solidarität mit den Fußballern. Ja. Jetzt, ja? Ja, ja, ja. Ja, mich auch noch. Oh mein, ja, komm, müssen auch noch, mein Gott. Ja, müssen wir auch noch besprechen. Aber gut, also, wir machen erstmal da jetzt weiter. Ja, die Schauspielerin, weil auch schwierig sieht das Dieter Hallervorden, frische 85 Jahre, so ein alter weißer Cis-Mann, um in der Sprache zu bleiben. Der hat diesen SchauspielerInnen vorgeworfen, wirklich vorgeworfen. Ja, erzähl mir dass alles. Sie ihre, Zitat, Besonderheit genutzt hätten jetzt, um Marketing damit mitzumachen, um auf sich aufmerksam zu machen, anstatt durch schauspielerische, habe ich jetzt einen Klick dazu gesetzt, durch eigene Qualität. Hat er das auch so gesagt? Ja, sinngemäß also, gute Schauspieler setzen sich durch, unabhängig von ihrer Sexualität, und beendete mit das Ganze mit dem Satz, jedem das Seine. Das, lass uns so kurz nachschwangern. Also das alleine, was er vorher gesagt hat, ist natürlich auch so, ich denke mir immer so, deshalb gehen wir auch beide, glaube ich, gleich sehr offen damit um, dass wir halt einfach schwulig sind. Sind. Nee, aber ich trage ja das Schwulsein wirklich förmlich vor mir her als Medaille. Ja. Und ich finde, es ist so wichtig nach wie vor, dass man das auch zeigen darf und darüber sprechen kann, weil das ist Teil der Persönlichkeit und Teil des eigenen Lebens und Körpers. Und einfach, das ist wichtig, finde ich auch, gerade für eine Person, die künstlerisch arbeitet, dass Menschen wissen, wo ist man da dran. Und das ist keine Geheimsache. Nein, es ist absolut gar keine Geheimsache. Und das Ding ist ja halt auch, in einer heteronormativ geprägten Gesellschaft ist Homosexualität, Trans und Bi und so weiter und so fort, ist halt nichts, was da als gleichberechtigt akzeptiert und angesehen wird. So ist es nun mal einfach nicht. Ja, leider. Wir sehen es ja nach wie vor. Ich überlege gerade mal so, wenn man sich die Medien zum Beispiel anguckt, irgendwie, wie viele schwule Nachrichtensprecher kennen wir denn jetzt eigentlich? Es gibt Jens Riewer, aber der klagt. Oh Gott, bist du bescheuert? Aber jetzt kriegen wir gleich eine Klage an den Hals. Ich wollte gerade sagen, aber der verklagt dann ja gleich alle. Der verklagt ja gleich alle. Verklagt er, weil er sagt, er sei nicht homosexuell, oder verklagt er, weil er sagt, er möchte nicht, dass das öffentlich thematisiert wird. Zweiteres. Und da frage ich mich, warum? Ich meine, es weiß sowieso jeder, dass der schwul ist. Was hat er davon? Nicht, dass keiner mehr drüber spricht. Ich verstehe es nicht. Wir sprechen ja auch nicht drüber. Also sagen wir mal, rein theoretisch, ein Nachrichtensprecher, J. ist homosexuell. Ich sag mal, männlichen Geschlechts jetzt einfach mal, aus mal rein fiktiv, könnte ja auch zum Beispiel jetzt noch eine Lesbe sein. Ne? Also da würde mir Anne Will einfallen. Die hat ja weniger ein Problem damit. Anne Will, aber zum Beispiel die L-Mag möchte, das ist das Magazin unseres Verlags, das einzige lesbische Magazin Deutschlands, die möchte ja auch L-Mag partout kein Interview geben, weil sie nicht über ihre Homosexualität öffentlich wirklich sprechen möchte. Sie zeigt sich auf roten Teppichen mal mit ihrer Lebensgefährtin. Ja, okay. Aber das war es dann auch. Ja, ja. Und ich finde, also mir persönlich, ich glaube auch gerade, wenn man ein junger homosexueller Mensch ist oder bisexuell oder, ich glaube, es fehlen immer noch so halt die Role Models. Und wenn berühmte Menschen, die man im Fernsehen sieht und die man kennt, wenn die einfach damit offen umgehen und zeigen, ich bin lesbisch, ist es völlig okay, wenn du auch lesbisch bist. Das wäre so toll eigentlich, oder? Also ich würde es mir einfach mal wünschen, wenn wir überall in der Gesellschaft homo, trans und also queere Menschen einfach in Positionen auch überall gleichermaßen hätten, die auch ganz offen dazu stehen und das sind und ausleben und damit auch ein positives Vorbild zeigen, weil man muss dazu sagen, die offen gelebte Heterosexualität, die haben wir ja bereits überall. Die wird auch nicht kleiner dadurch. Die Angst muss man euch nehmen. Also falls da jemand befürchtet, um Gottes Willen, nein, wenn wir jetzt einen schwulen Kanzler haben, dann denken ja alle Kinder, sie müssen schwul werden. Und nein, so ist es nicht. Keine das Sorge. Geht ja auch gar nicht. Die letzten 8 Kanzler haben auch nicht dafür gesorgt, dass die Homosexuellen gedacht haben, wir müssen heterosexuell werden. Also es war. Das ist ja immer der Trugschluss. Ne? Ja, also so funktioniert das halt in dieser Richtung mal einfach eben nicht. Und was ich auch sagen muss, es gibt natürlich auch eine Schwierigkeit, und darüber wird ja auch viel zu selten gesprochen, Homosexuelle beispielsweise in größeren Konzernen, in DAX-Konzernen und sowas, homosexuelle DAX-Vorstände, sind dir welche bekannt? Nein. Die dürfte noch geringer sein, die Quote, als bei den Frauen. Ja. Nee, aber wahrscheinlich gibt es schon sehr, sehr viele, die sind halt nur komplett ungeoutet. Entweder das, weil du kommst, in einigen Unternehmen kommst du wirklich nicht weiter, wenn du nicht irgendwann mal deine Frau präsentierst. Ja, genau, Family. Wahrscheinlich. Ne? Das muss dann irgendwie so sein. Und ist natürlich auch so, wenn so ein
wenn so ein DAX-Vorstand mal wieder irgendwie Betriebsurlaub und einen Puff in Metz macht, dann hast du halt als Homosexueller, halt blöd, ja. Ist halt schwierig. Ne? Aber da fällt mir jetzt gerade ein, ja, Margot, apropos Puff, und zwar Jens Spahn. Das war jetzt keine gute Überleitung. Aber Jens Spahn, man mag über ihn sagen und von ihm halten, was man möchte, aber das finde ich toll, dass der als Bundesgesundheitsminister so offen mit seinem Schwulsein schon immer umgegangen ist. Ja. Oder ja. Das, finde ich, macht der toll. Ja. Basta. Das macht er geschickter als beispielsweise seinerzeit Guido Westerwelle, der jahrelang ein riesen Brimborium drum gemacht hat, um nichts zu sagen, um dann am Ende irgendwann nochmal zu sagen, er hat ja immer, hat es ja nie verheimlicht. Ja, er hat es nicht verheimlicht, aber er hat es auch nicht thematisiert. Nicht? Also es ist ja, so. Genau. Und der Partner war lange Zeit irgendwie dann doch immer verschwunden. Ja, gut, also so viel dazu. Lass mich ganz kurz klugscheißen. Darf ich ganz kurz noch zu Dieter Hallervorden noch? Ich wollte noch ach kurz, weil so. Da waren wir, weil der da hat waren ja wir stehen diesen, geblieben. Der hat ja noch diesen Satz am Ende dann gepackt, jedem das ja, genau. Seine. Ja. Wo ich sagen muss, das sind so, es gibt so ein paar Sätze, wir kommen jetzt schon wieder so in die, war das Hildmann? Nee, wie war das nochmal? Wendler? Ja, wo Michael man denkt, Wendler. So gewisse Sätze sind wirklich ein bisschen vorbelastet, die kann man einfach nicht verwenden. Und es gab mal eine neue Live-Moderatorin, die hatte in einem Kicheranfall gesagt, hahaha, Arbeit macht frei, hahaha. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Die ist sofort entlassen worden, die war weg vom Fenster. Ja. Jetzt kann Dieter Hallervorden leider keinen Mensch entlassen. Oder er entlässt die Person, die sein Facebook-Profil macht, gerüchteweise ist das dein Sohn. So. Das kann natürlich sein. Ja. Aber Margot, jetzt mal bitte. Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Dieter Hallervorden ist definitiv, glaube ich, ein relativ intelligenter, geistreicher Mann. Natürlich. Sonst hätte der niemals so tolle Satire machen können in seinem Leben. Der ist Kabarettist. Ja. Der wird doch ganz genau wissen, dass jedem das Seine einfach Nazisprech ist. Naja, natürlich weiß der das. Aber warum verwendet der dann diese Phrase? Das verstehe ich nicht. Das ist halt genau das Ding. Ich glaube, es ist ein bisschen auch seine Gier nach Aufmerksamkeit. Der weiß ganz genau. Das Statement kann er ablassen, dafür interessiert sich keiner, aber wenn er noch eine Nazi-Parole hinterherwirft, dann hat er die Aufmerksamkeit. Dann wird über ihn gesprochen. Wirklich, es ist mir unverständlich. Ich weiß es nicht. Also es ist, mittlerweile ist es für mich wirklich, es fällt für mich in den Bereich alter, weißer, verwirrter Cis-Mann. Ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wie gesagt, er ist ja eigentlich ein Kabarettist. Er hat über viele Jahrzehnte, ich glaube seit den 50er Jahren, ist wirklich schon sehr, sehr lange im Geschäft. Er hat sehr, sehr früh angefangen. Ja. Der war, glaube ich, bei den Stachelschweinen war er. Dann hat er die Wühlmäuse gegründet, weil er auf eine sehr überraschende Weise zu Geld gekommen ist. Hat er die Möglichkeit gehabt, die Wühlmäuse zu gründen. Großartig, hat dann tolles Kabaretttheater, hat jetzt das Schlossparktheater auch noch unten in Steglitz aufgemacht. Er hält dort ein historisches, wertvolles Theater, in dem Marlene Dietrich und Hildegard Knef viele Auftritte hatten früher. Also wirklich was ganz, ganz Tolles. Alles großartige Leistung typ, und dann haut er so ein Ding raus, als die BVG seinerzeit hier zum Beispiel auch mal die U2 von Prominenten hat einsprechen lassen. Ja, stimmt, das war toll. Ja. Für welche U-Bahn-Station hat sich Dieter Hallervorden damals entschieden? Die M-Straße. Ach so, die M-Straße. Die M-Straße, deren Namen wir hier, da geht es um eine Umbenennung. Ich glaube, das ist auch außerhalb Berlins bekannt geworden. Ich denke schon, dass es um die Umbenennung einer gewissen Straße geht, die mit M anfängt. Wie, und da meinst du wirklich, dass Dieter Hallervorden explizit nach dieser Straße gefragt hat, dass er die einsprechen darf? Das glaube ich jetzt aber auch Wenn nicht. Meine Quelle stimmt, ist das so der Fall. Ach, hast du wieder deine geheimen Quellen, Margot? Ja, Quellen. Hast du deine Fühlerchen schon wieder ausgestreckt? Ja, naja, natürlich. Man kennt ja Gott und die Welt. Und dann, wenn man 80 Jahre im Geschäft ist, weiß man Bescheid. Ja, mein Gott. Frag die da an davon. Ja, interessant. Jetzt, bitte, ja, du wolltest, ja, bitte. Naja, wir waren ja beim Coming Out und beim Outing. Und mir ist neulich wieder aufgefallen, dass ganz, ganz viele Menschen den Unterschied nicht kennen. Deshalb jetzt. Genau, richtig, bitte, ja. 30 Sekunden Klugscheißen mit Jurassica Parker. Gut, Margot. Und zwar, der Unterschied ist folgender. Coming Out bedeutet, ich bin meinetwegen homosexuell und sage es selbst, schreie es raus in die breite Masse, dass ich es bin. Das ist ein Coming Out, das ist selbstbestimmt. Ja. Ein Outing ist genau das andere Gegenteil. Und zwar, dass jemand anders das den Menschen sagt, ohne deine eigene Zustimmung.
Und das wissen ganz viele nicht. Und so, ich auch in Artikeln, in Texten, im Fernsehen wird, finde ich, das Wort Outing immer falsch benutzt und das stößt mir immer säuerlich auf, muss ich sagen. Ja. Auch wenn es vielleicht Korinthenkackerei ist, aber irgendwie möchte ich da gerne den Unterschied machen, weil es wirklich essentiell ist. Es ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja. Es hat damals Anfang der 90er Jahre in Berlin auch, in Deutschland eine kleine Aktion gegeben, Rosa von Braunheim, der damals bei einer der meistgegucktesten Sendungen der auf dem heißen Stuhl saß. Und dort gefragt hat, dem wurde ja gesagt, von wegen Rosa, du kannst alles machen, aber bitte nenn bloß keinen Namen. Ja, das muss man ja Rosa nicht zweimal sagen. Da muss man Rosa nicht zweimal sagen, das stimmt. Und auf einmal haut sie es raus, der Harpe Kerkeling. Der ist jung, der ist attraktiv, der ist beliebt. Warum sagt der nicht, dass der schwul ist? Die gesamten Leute im Publikum, denen ist die Kinnlade runtergefallen. Ja, viele hat es überrascht. Das war ein großer Skandal. Ne? Ein großer Skandal. Er hat Alfred Biolek auch gleich mit geoutet an der Stelle. Und es war kein Outing von ihnen, sondern Wurden geoutet von Rosa. Und Rosa von Braunheim hat ja auch dann später nochmal gesagt, beide haben es ihm dann später gedankt und haben gesagt, das war nicht gut, dass du es gemacht hast, aber letztendlich war es für mich und meine Person dann eigentlich eine Befreiung. Ja. Und ich sage auch, historisch gesehen für die queere Community war es auch aus heutiger Sicht richtig. Es gab damals, es war auf dem Rückschritt gerade, aber das ist ein anderes Thema, darüber reden wir vielleicht ein nächstes Mal. Lass uns bitte noch kurz über die Fußballer sprechen. Ja, bitte, weil Fußballer sind ja auch nochmal wichtig, die haben sich ja auch solidarisiert. Ja, muss ja wirklich sagen, es gibt ja diese Aktion von Menschen, die mit dem Fußball zu tun haben, sag ich mal, ja. Okay. Und die haben sich solidarisch mit ihren Gesichtern gezeigt, von wegen, wenn du Profifußballer bist, du darfst dich gerne outen, wir stehen hinter dir, hab dein Coming Out, das sag ich jetzt auch schon falsch. Okay, ja, genau. So, und Margot, ich finde, das ist ein tolles Zeichen und auch, dass es durch die Presse ging und so, das freut mich ungemein, dass das Thema immer wieder thematisiert wird und gerade, ich glaube, im Profifußball, wenn man da schwul ist, ich kann mir nicht vorstellen, es muss furchtbar sein. Ganz ehrlich, weil sich so zu verstecken und so zu verstellen, es muss schrecklich sein. So, aber irgendwie ist es für mich auch wahnsinnig bigott, weil solange irgendwie die ganzen Clubmanager und die Werbetreibenden und auch die Trainer nicht sagen, du oute dich lieber nicht bitte, hab nicht dein Coming Out, weil wer weiß, was dann passiert in der Umkleidekabine oder dann kommen keine Einnahmen mehr von Nike und Adidas rein. Solange wird sich auch nichts ändern und dann nützt es auch nichts, wenn irgendwie 800 Menschen sagen, wir stehen hinter euch, das ist völliger Bullshit. Dabei wären ja Nike und Adidas die perfekten Werbepartner für einen schwulen Fußballspieler. Also ich meine, die ganzen Fetisch-Leute würden völlig drauf abgehen. Ich wollte gerade sagen, ich meine, das ist ja wirklich der schwule Fetisch. Der Sportklamotten. Schwule Fetisch schlechthin gerade. Es ist klar, das wäre die Werbegruppe schlechthin. Wenn die sich jetzt einen schwulen Fußballspieler nehmen würden, sagen, pass auf, wir bauen das jetzt gemeinsam auf, wir machen mit dir die geilste, die größte, die sensationelle Werbekampagne hier in Deutschland, in Europa meinetwegen auch. Und wir bauen dich als schwulen Fußballspieler auf, wir stehen da voll und ganz als Unternehmen hinter dir, wir bewerben das auch noch in den schwulen, queeren Medien und so weiter und so fort. Das wäre der ganz große Knall, marketingtechnisch, PR-technisch, outing-technisch für den Fußball. Es gäbe eigentlich nur Gewinner aus meiner Sicht. Die Verlierer wären die Krakeler, denen das nicht gefiele, aber gut, die haben ja ohnehin schon verloren, weil sie es nicht verstanden haben. Die geile Sau des Monats. Passend zum Fußball und Margot, ich weiß ja nicht, aber ich, Lukas Podolski. Ja. Also der Poldi, der ist ja nicht mehr im Profifußball, soweit ich weiß. Ich bin ja immer nicht so informiert. Aber Lukas Podolski, ich finde den so geil. Wie findest du den? Ich finde den wahnsinnig langweilig. Also der hat, was ich ja, lieber Poldi, falls du natürlich zuhören wirst bei unserem Podcast oder wenn wir uns irgendwann mal sehen auf einem roten Teppich, lieber Poldi, ich finde dich wahnsinnig charmant. Du bist halt aber auch nicht die hellste Kerze am Leuchter. Muss man einfach mal so gesagt haben. Ja. Und das finde ich wahnsinnig süß. Ach, ich finde das so süß und ich weiß nicht, ich bin also wirklich verknallt in Lukas Podolski. Das ist deine geile Sau des Monats. Das ist meine geile Sau des Monats, ja. Ich muss gestehen, ich habe auf der Suche nach einem attraktiven Fußballspieler, ich habe natürlich Lukas Podolski dann gegoogelt, um nochmal zu sehen, wie sieht er jetzt eigentlich aus. Du wusstest gar nicht, wie der aussieht. Ach, weißt du, Fußball, es ist so für mich so, mein Gott, einer sieht eigentlich aus wie der andere. Nein. Das ist so wahnsinnig, ja doch. Also Poldi ist wirklich der geilste von allen. Ja, nee, finde ich dann nicht. Wer ist denn deiner? Weil ich habe dann nämlich einen gefunden, wo
ich dachte, ach, der ist ja sehr interessant. Und genau, jetzt kommt es. Er ist eigentlich bei Hertha, ist aber aktuell irgendwie, glaube ich, ausgeliehen, habe ich verstanden. Eduard Löwen. Sagt mir gar nichts. Dachte ich mir. Mir auch nicht, also zumindest nicht der Name, ja. Aber das Gesicht. Oh. Ich google den mal schnell, Margot. Mach das bitte mal ganz schnell. Und ich sage dir, ich habe den dezenten Verdacht. Ja? Ja. Also man soll jetzt ja keine Leute outen. Aber ich würde mich freuen, wenn er demnächst mit einer großen Sportkampagne. Ah, der ist aber auch geil, ich hab ihn gerade. Wenn der ein großes Coming-out hätte, es würde mich sehr freuen. Ach, der sieht aber auch aus, der könnte auch irgendwo mal im GMF rumhopsen, ne? Ja, nicht nur GMF, der könnte auch in irgendwelchen Filmen mitspielen. Der FSK 18 Unterhaltungsbranche. Eduard Löwen, den kann ich mal in meine Show einladen. Paillette geht immer. Oh ja, da komme ich aber auch. Da kommst du dann auch. Da, ne, komme ich auch. Ich muss auch nicht auf die Bühne, ich bin dann Backstage. Ach, der spielt bei Hertha, also dann der ist der auch in Berlin. Aber der ist gerade ausgeliehen an irgendjemanden. Ja, Nürnberg steht hier. Das ist eigentlich auch schon Tunden entdecken Fußball. Das ist ein neuer Podcast, genau. Meine Damen und Herren. Wir sollten Fußball-Podcast machen. Wir sind ja wirklich, wir haben gar keine Ahnung von der Materie. Also wirklich, Margot. Also, obwohl, ich könnte die Abseitsfalle erklären und das ist ja wiederum nee, das, ja, nee. Aber das möchte ich, also das ich habe gar keinen Fall. Das haben schon so viele Menschen erklärt, aber erstens interessiert es mich überhaupt nicht. Nein, mich auch nicht. Und ich merke es mir auch nicht. Ja, das ist halt das Schlimme bei mir, ich interessiere mich für so viele Dinge nicht, die ich mir dann trotzdem merke, das ist halt echt schlimm. Du hast halt zu viel Kopf. Das macht mich auch echt fertig. Also ich bin halt einfach, ich bin vielleicht manchmal einfach zu intelligent oder der Kopf ist auch einfach zu leer. Ich weiß es Margot, nicht. So, apropos leerer Kopf, da kommen wir zum Ministerpräsident Kretschmer. Also nicht Kretschmann, sondern Kretschmer. Das ist der aus Sachsen mit langem E. Die NachrichtensprecherInnen betonen das auch immer mit so ganz, ganz langem E. Ich glaube, damit man ihn nicht mit Kretschmann durcheinander bringt. Und der hat ja jetzt nun gesagt, der Osterurlaub fällt aus. Ja. Ja. Ja, ich weiß, ja, schade. Ich verstehe. Ja, nee, also ich habe ja schon gesagt, wie wichtig mir Feiertage sind. Ja, genau. Ich hatte sowieso nicht vor zu verreisen. Ich verstehe die ganze Aufregung überhaupt nicht. Nein, ich auch nicht. Und das ganze Thema. Ich verstehe es nicht, dass es von ihm kommt, muss ich jetzt gestehen, weil das war der Mann, der ganz am Anfang, als es losging mit Corinna, gesagt, hat er alle Maßnahmen für völlig übertrieben gehalten, um dann im Herbst zu sagen, also eigentlich könnte ihm kein Lockdown hart genug sein, um dann im Januar wiederum derjenige zu sein, der als allererstes die Schulen öffnen möchte. Ja, also es geht ein bisschen auf und ab, man weiß immer nicht, was kommt jetzt als nächstes, es geht ein bisschen drunter und drüber und das war jetzt der absolute Höhepunkt, finde ich. Im Dezember 2020 war er dann zum anscheinend ersten Mal auf einer Covid-19-Station, um dann danach zu sagen, er wünschte, er wäre früher gewarnt worden. Ja, er ist, manchmal, er ist halt, glaube ich, kein Medienprofi. Also gibt's in Sachsen keine Zeitung? Ja, nee, irgendwie hat der falsche Beratende. Also zum Beispiel, ich habe den neulich gesehen bei Maischberger. Ach, Maischberger. Maischberger die Woche. Maischberger. Und da war der in einem sehr, sehr, sehr langen Interview zu Gast, unter anderem wegen dieser Ostergeschichte. Ja. Und ich finde, wenn man den mal so 20 Minuten sprechen hört, das ist ein schlauer Mann und der hat auch, finde ich, mir schlüssige Sachen gesagt. Aber diese verkürzten Zitatwiedergaben in den Medien über ihn, da muss man immer irgendwie den Kopf schütteln. Ja, aber ich muss auch so über ihn den Kopf schütteln, weil auch bei diversen Sachen, die er so tut, ich denke immer, er hat es immer noch nicht so richtig verstanden. Ja. Und er hat halt aber auch wirklich das schwierige Problem. Er hat halt sehr viel Druck von den Corona-Leugnern, die ja relativ stark bei ihm im Bundesland vertreten sind. Ja, denen muss das irgendwie sein. Recht machen, die muss er irgendwo abholen. Ja. Und andererseits muss er auch eine vernünftige Politik machen, die halt irgendwie auch möglichst viele Menschen noch mit rüberholt. Man möchte kein Politiker sein. Nee, also auch nicht in Sachsen. Nee, generell aber auch nicht, Margot, wirklich. Ich fühle auch gerade sehr, sehr leid. Aber trotzdem, ich bleibe noch ein bisschen bei der Politik, um es wieder mal ins Absurde zu ziehen. Die AfD Lichtenberg. Oh Gott, ja bitte, was denn? Die AfD Lichtenberg protestiert in Lichtenberg gegen Pop-up-Radwege in Lichtenberg. Ja, da gibt es nur gar keine. Ach, da gibt's gar keinen. Das geht mal so wieder so. Oh. Ja, die AfD, die braucht jetzt halt einfach, die müssen halt, die suchen was, wo sie dagegen sein können. Genau. Und auch wenn es die Sachen nicht gibt, ist denen das trotzdem recht. Nein. Und sie waren ja am Anfang auch gegen Covid-19, also dass das gibt und so. Die waren gegen Covid-19. Ja, also dass es das gibt und sowas und haben dann irgendwann festgestellt, okay, es lässt sich jetzt faktisch nicht wirklich
leugnen und mit den Leugnern könnten sie irgendwie auch nicht wirklich zusammen machen und aber sie können halt auch nicht für die Maßnahmen sein, also die haben da den Anschluss verpasst. Ich bin jetzt auch nicht so unglücklich nicht. Drüber. Momentan der Trend unter 10% hier in Berlin. Ich finde, das ist eine gute Entwicklung, ja, das kann noch weniger werden, ist mein persönliches Ding, also von daher, genau. Und in Sachen Novemberhilfen zum Beispiel oder Unterstützungshilfen habe ich von denen ja auch noch nie was gehört, irgendwie, was die mal momentan fordern. Man hört ja sowieso momentan über die AfD oder von der AfD unheimlich wenig in den Medien, was gefällt ich mir sehr. Äußerst angenehm finde. Trump ist weg und AfD ist weg, also man kann wieder die Nachrichten anschalten und na ist doch so. Ja. Und ja, weil die haben einfach, die brauchen jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie Geflüchtete oder sowas. Ja, die brauchen sowas. Die brauchen wieder irgendwie sowas Rassistisches, damit sie wieder irgendwie ein bisschen was sagen können, weil sonst ist ja keine Substanz da. Leerlauf irgendwie, ich bin gespannt, wie lange sie sich noch halten werden. Ich hoffe, dass sie langsam sich so ein bisschen so rauswandern werden. Aber Novemberhilfen zum Beispiel war so ein Thema, was jetzt auch noch im Februar für mich sehr, sehr wichtig war, oder für viele Leute wichtig war, weil die Novemberhilfen, diese neuen großen Hilfen, die im November angekündigt worden sind, die bis heute noch nicht ausgezahlt worden sind. Ja, das stimmt, ja. Das soll aber jetzt besser werden, habe ich gehört. Das soll besser werden, bis besser November werden. Kommen sie. Oder wie? Was ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gespannt, Margot, wie viel Schulden Deutschland dann mal haben wird nach der Pandemie. Ich kann dich beruhigen. Aktuell überraschend wenig, weil keiner an das Geld rankommt. So. Also das haben sie in Bitcoins investiert? Naja, also Schulz hat das ganze Geld bereitgestellt. Altmaier, Grütters und Co., die haben das Geld und die legen ja dann fest, zu welchen Bedingungen das vom Bund zumindest rausgeht. Und bei Altmaier, der hat natürlich damals gesehen, was in Berlin passiert ist, als die Soforthilfen für 5.000 Euro, dass die sind ja in Gott und die Welt und jeden raus. Ausgegangen, gefühlt zumindest. In Wahrheit hält sich der Betrugsfall da prozentual auch sehr gering eigentlich. Ja. Aber es ging halt sehr, sehr schnell und sehr niedrigschwellig. Das war genau das, was man eigentlich haben wollte. Schnell und niedrigschwellig, unbürokratisch. Und Altmaier und Co. sagen natürlich, so ein Berliner Modell wollen sie auf gar keinen Fall und haben deshalb Hürden aufgebaut, die jetzt dafür sorgen, dass eigentlich keiner wirklich oder kaum einer an diese Hilfen vernünftig rankommt. Jetzt hat Frau Grütters 1 Milliarde für die Kultur. Von der sind ungefähr 50 Millionen ausgezahlt. Ach so. Und sie fordert jetzt eine 2. Milliarde für die Kultur. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Du verstehst den Gap. Also das ist halt schwierig. Ich verstehe es, ja. Dann doch lieber den Berliner Weg, weil die paar Betrüger, die kriegt man noch mit irgendwie. Apropos Berliner Weg. Ja. Es wurde jetzt ja wieder ein Teil des BER geschlossen. Ne? Ach so. Hast du schon gehört? Wurde wieder geschlossen. Ist er zu alt? Muss er renoviert werden? Muss dringend saniert werden. Jetzt auch so. Nee, natürlich wegen der Auslastung, ist ja klar. Aber ich dachte, es gäbe schon eine neue Entwicklung. Wir machen jetzt Zeppeline und da passt er halt nicht. Wir müssen einen neuen bauen. Die Beamstationen kommen jetzt als nächstes. 2075. Nee, aber ach, das ist wirklich, also das nimmt ja einfach kein Ende mit dieser Tragik dieses Flughafens. Es bleibt spannend. Aber es ist doch jetzt bei vielen Flughäfen gerade. Ich habe gehört, dass alle Flughäfen bundesweit auch Geld brauchen, weil die gerade alle ins Minus rennen. Ja, natürlich, das ist ja auch völlig klar. Also, ja? Ne, aber weil der ist jetzt gerade mal endlich eröffnet worden. Jetzt wird er schon wieder partiell geschlossen. Das finde ich unterhaltsam. Aber genauso unterhaltsam eben war ja noch auch geöffnet, jetzt schon wieder zu. Der BR. Genau, der BR. Super, toll. Genauso unterhaltsam war ja auch der politische Aschermittwoch, finde ich. Margot. Sprich das bitte nochmal aus. Politischer Aschermittwoch. Ja, dreimal hintereinander und schnell. Okay, dreimal in den Spiegel sagen und da verwandelst du dich in Markus Söder. Oh Gottes Willen, das muss nicht sein. Muss nicht sein. Nein, auf gar keinen. Die Frisur hast du aber eigentlich schon, Margot. Jetzt hör auf, über meine Haare zu lästern. Aber hast du mal Markus Söders Haare gesehen? Ja, in der letzten Zeit, der geht ja auch nicht zum Friseur. Ja, natürlich. Glaubst du, meine Theorie ist, Margot, dass natürlich gerade so ein Bundespolitiker, der könnte natürlich jederzeit zum Friseur gehen oder sich die Haare schneiden lassen. Wahrscheinlich gibt es in jedem Kanzleramt oder Regierungsviertel. Gibt es bestimmt irgendwelche FriseurInnen, die da halt den PolitikerInnen die Haare schneiden und die machen das extra nicht wegen der Presse, damit sie Volksnähe zeigen können und sagen, also, ich gehe auch nicht zum Friseur. Erstens, es ist gerade aktuell als Arbeit auch wirklich verboten.
Ja, also nein. Das fände ich. Das ist doch Politiker. Ja, egal. Nein. Ich glaube durchaus, da hast du recht, einige Politiker würden es machen, weil sie sagen, na, ich bin doch Politiker, ich muss das doch haben. Es gibt auch bestimmt einige Politiker, die sagen würden, von wegen, ja, okay, ich bin erst 29 Jahre, ich bin gut aussehend, ich bin kerngesund, ich bin Politiker, ich brauche jetzt meine Impfung. Und bitte schieben Sie mal die alte Frau beiseite. Bei den Fußballern, ja, auch genau. Wieder, ja. Kommen wir nachher nochmal dazu. Ja. Also, oh Gott, das ist wirklich heute wieder so ein Rekord-Podcast. Ich merke das jetzt schon. Na, du musst dich einfach kurz erfassen, Margot. Ja, ist gut. Demnächst machen wir den nicht mehr monatlich, sondern wir machen den einen Monat lang. So, gute Idee, ja. Nein, ich glaube, das durchaus von Merkel, ich glaube, so vernünftig halte ich Merkel dann doch schon, dass die wirklich sagt, Leute, es geht keiner zum Friseur. Ja, natürlich, ja. Und wer zum Friseur geht, kriegt von mir persönlich Extensions reingedreht. Ja, man könnte aber auch sagen, ich habe mir die Haare selber geschnitten oder mein Partner, meine Partnerin. Also ganz haben ehrlich. Ja auch einige gemacht. Ja. Und ich habe einen gesehen, das war auch ein bisschen ordentlich verschnitten. Ja. Aber der stand halt auch dazu, gesagt, ja, geht halt gerade nicht anders, sieht halt jetzt nicht so gut aus, aber ist jetzt auch nicht wichtig. Und der Söder saß doch dann in seinem schön gebauten Wohnzimmer zum politischen Aschermittwoch. Ja. Hast du es gesehen? Nein. Ich gucke Söder nicht. Ja. Es tut mir leid. Du, ich habe ja Söder TV abonniert bei mir in meinem Smart TV. Margot. Nee, aber ich meine, das ging ja durch alle Gazetten. Also die haben ja so ein kleines bayerisches, eine Wohnküche aufgebaut, wo er halt dann irgendwie per Livestream seine Ansprachen gehalten hat. Und das war halt wirklich ein urbayerisches Wohnzimmer mit einem Kreuz über der Tür, einem Kruzifix natürlich, einem Kachelofen mit Bierkrügen, mit Holzvertäfelung. Ja. Und dann hat er aber auch vor dem Kamin hat war er auch so ein Geweih irgendwo noch im Hintergrund. Ganz bestimmt. Er saß halt auch in so einer Sitzecke, in so einer so Holzbank-Sitzecke, wie halt es in so auf so Almen stellt man sich das vor. Also, und in der Ecke steht ja meistens dann so ein Wumpertinger. Das weiß ich nicht, ob dein Wumpert, aber ich weiß, was das ist. Das finde ich auch furchtbar pervers, ehrlich gesagt. Ja, das für alle Zuhörenden, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine bayerische Tradition. Bayerisch-österreichisch irgendwie, ja. Und da also werden ausgestopfte Alpen. Tiere zusammengefügt, die nicht zusammenpassen. Ne? Genau, das ist dann irgendwie, das ist dann ein Adlerkopf und das ist ein Biberkörper und das ist ein Hasenkrall. Also, und dann kommt noch ein Horn oben drauf und so. Also reinfügt, ist relativ gut gemacht zum Teil. Ja. Aber es hat auch sehr irritierend. Ich finde das sehr gruselig tatsächlich. Da stand bestimmt auch ein Wumpertinger und dann stand aber vor dem Kamin und jetzt kommt der Markus Söder, weil der ist ja sehr zukunftsgerichtet, der möchte ja auch seine Raumfahrtbehörde gründen, du weißt. Ja, da stand ein großer R2D2 stand noch vor dem Kamin. Und da dachte ich so, was hat denn da dieser R2D2 jetzt zu suchen? Und da wollte er wahrscheinlich das junge Publikum abholen oder vielleicht irgendwie die Nerds oder ich weiß es nicht. Der Mann ist einfach immer nur peinlich. Ach mein Gott. Ich schäme mich wirklich oft fremd für diesen Mann. Ich habe jetzt gerade echt Sorge, wie dann das Kabinett unter Söder aussieht. Puh. Altmaier als Jabba Sahat. Das war jetzt Bodyshaming. Das war Bodyshaming, ja, das gebe ich zu, definitiv. Der soll ja auch schwul sein, der Altmaier. Altmaier ist schwul. Ach, der ist schwul, ja. Das wissen wir. Also ich weiß das. Du wieder, Margot. Ich weiß das. Hast du mit dem mal gebumst oder nein, was? Nein. Nicht? Okay. Nein. Gut, wie dem auch sei. Wo war ich stehen geblieben? R2D2? Genau, R2D2 bei Söder. Söder, neulich habe ich einen Bericht gesehen über seine Biografin. Also ja. Da wurde eine Biografie über ihn geschrieben und die hat ihn 2 Jahre begleitet. Und die hat gesagt, die ist eine Feministin und hat gesagt, sie war überrascht, wie weiblich Söders Kabinett in Bayern ist. Und dass halt über 50% Frauen für ihn arbeiten. Das hat mich gewundert. Er hat auch, viele Frauen wirkt er auch sehr, also ja, also es gibt Politiker, männliche Politiker, die wirken auf Frauen nicht so positiv. Aber er hat offensichtlich eine Ausstrahlung, mit der er viele Frauen doch erreicht. Was ja für CDU und CSU-Politiker jetzt nicht so häufig vorkommt. Ja, aber nennen wir andere Politiker, die irgendwie geil auf Frauen wirken. Ich weiß, dass damals Willy Brandt auf Frauen gewirkt hat, ohne Ende. Margot, Willy Brandt, das ist 60 Jahre her. Unser hier Heiko Maas beispielsweise, der wirkt doch auch auf Frauen. Meinst du? Ja. Also meine allerbeste Freundin, ja. Die sagt immer, Heiko Maas ist einfach nur ein kleiner, armer Mann. Ach, echt? Sie möchte, der ist ja einfach zu klein und zu winzig. Da kannst du auch mit dem Hobbit
Hobbit ins Bett gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist, aber Heiko Maas macht dann auch offensichtlich den R2-D2 für im Söder-Kabinett. Den Heiko Maas ja persönlich, Margot. Ich habe den ja schon mal kennenlernen dürfen. Ja, und der ist wirklich sehr klein. Bei dir ist alles klein. Das stimmt. Aber er ist wirklich ein ganz kleiner, schmächtiger Mann. Ja, aber die körperliche Kleine an der einen Stelle gleicht dich meistens an der anderen Stelle aus. Ach, meinst du, der hat einen großen Schwanz? Zum Beispiel. Ja. Aber, also mein Mann Klaus sagt ja immer, bei kleinen Männern sieht der Schwanz immer größer aus, weil halt der Körper so klein ist. Das ist wahr. Ja, das Verhältnis ist dann anders. Aber wenn du ein Zentimetermaß anlegst, oder ein Lineal, oder je nach Größenordnung halt ein Maßband auch, ist das halt auch, die Einheit ist dann doch die gleiche an der Stelle. Danke für diese Erklärung, aber gerne doch. Es kommt natürlich darauf an, von wo du misst, aber das ist ein anderes Thema. So, wir haben jetzt also wirklich, das Niveau ist jetzt gesunken, wir können in die nächste Rubrik gehen, oder? Ich bitte darum. Klatsch, Tratsch und andere Belanglosigkeiten. Der WDR hat eine Sendung, die ich bis dato nicht kannte. Ich auch nicht. Die letzte Instanz. Und was machst du denn jetzt da schon wieder? Ich esse einen Schokobon. Ja. Weißt du eigentlich, dass diese Schokobons aus meinem Weihnachts-Adventskalender sind? Das hast du mir noch nie erzählt. Das ist ja hochinteressant. Erzähl mir alles. Dabei fällt mir ein, hier steht auch immer noch dein Gleitgel, was ich dir jetzt hab schon gesehen, geschenkt das nach Bratapfel duftet. Das steht hier immer noch rum. Ich nehme es diesmal mit vielleicht. Ja, es ist wie du, ungeöffnet. Entschuldigung. Alte Scheißkuchen. Ich weiß ja. Also, der WDR hat eine Sendung, ich weiß nicht, ob die jetzt abgesetzt wird nach diesem Skandal. Oder ob das auch nur eine Marketinggeschichte war, man weiß es nicht. Nee, das glaube ich nicht. Da sitzen 4, 5 Leute zusammen. Es saßen zusammen Janine Kunze, Thomas Gottschalk, Micky Beisenherz und es ging um das Thema Rassismus. Deswegen haben sie auch extra den Rassismus-Experten Jürgen Milski eingeladen. Jürgen Milski, moderiert von Steffen Halaschka, ja. Bekannt geworden in erster Linie durch die Nachfolge von Günther Jauch bei Stern-TV. Ja, genau. Ich war überrascht, dass der beim WDR jetzt plötzlich ist. Der war schon, glaube ich, schon immer öffentlich-rechtlich. Ach so, okay. Also mir war das neu, die Kombination kannte ich nicht. Und diese 5 alten weißen Männer, bis auf eine Frau. Die war halt eine Frau, die Frau, aber naja. Unterhalten sich über Rassismus. Also ich glaube, das Role Model für einen alten weißen Mann ist auf jeden Fall Thomas Gottschalk. Lass uns kurz über Thomas Gottschalk sprechen, weil der war ja schon, also früher für mich als Jugendlicher und als Kind war Thomas Gottschalk natürlich ein absoluter Star. Also der war das Enfant terrible des deutschen Showbusiness, ja? Ich kenne ihn noch aus Zeiten, da hat er Na sowas moderiert. Ja, stimmt. Das war im dritten irgendwie, ne? Ja, oder? Es war auch später in der ARD. Ja. Also von daher Thomas Gottschalk, der war ein Happening, der war lustig und so. Der war schon immer auch übergriffig, hat ja auch mal, ne? War ein Kind seiner Zeit. Kind seiner Zeit, genau. und die anderen sind halt klassische Boomer. Da muss man einfach sagen, sind Boomer. Das ist eine Generation so Boomer. Ziemlich, glaube ich, ja. Und Margot, kannst du es in 3 Sätzen zusammenfassen, wie schlimm es genau war? Es war wahnsinnig schlimm. Ich kann es gar nicht ausdrücken, wie schlimm es war. Es war einfach nur, also man sitzt davor und einem fällt die Kinnlade runter und sagt, es kann einfach nicht wahr sein, wenn sich die Leute darüber unterhalten, welche Begrifflichkeiten die doch völlig harmlos verwenden. Die halt zutiefst rassistisch sind, diese Begriffe. Aber sie meinen das ja gar nicht rassistisch. Nein. Sie meinen das ja voller Liebe, ja? Ja, und auch genau dann Steffen Halaschka. Ich finde auch wirklich, der war als Moderator völlig unbrauchbar. Er war heillos überfordert. Heillos überfordert, aber er hat ja immer dann versucht, so von wegen, naja, aber ihr müsst vielleicht auch mal die Meinung der Sinti und Roma berücksichtigen. Und glaubt ihr nicht, dass das auch Menschen verletzen könnte, wenn man das Z-Wort, Z-Soße sagt? Z-Soße, genau, ja. Er hat dann immer versucht, journalistisch reinzugrätschen. Und da kam es an, dann hieß ja, nein, nein, es gibt ja keine Sinti und Roma, die darüber beschweren, wenn man das Z-Wort halt benutze. Genau. Und dann sagt er, aber der Zentralverband der Sinti und Roma. Und auf einmal so, ja, der Zentralverband, da sitzen 2 Leute das am Schreibtisch, denen ist ein bisschen langweilig. Ja. Und er ist dann aber auch wieder, Steffen Halaschka, wieder dann immer wieder zurückgefallen, dann halt auch mitzumachen bei den anderen 4. Dann halt über die Witzchen zu lachen, sowas wie dann, dann ging es natürlich auch um Sexismus irgendwann, weil sich dann Thomas Gottschalk darüber beschwert hat, wenn er jetzt mal mit einer Frau abends essen geht, da muss er jetzt schon drüber nachdenken, ob er dann nicht fragt, kannst du mir bitte mal die Salzstreuerin geben, so. Und dann kicherten sich alle ein in ihr Fäustchen. Es wurde ins Lächerliche gezogen, das Ganze, total. Das Thema, dass, wenn man da
damit nicht mehr inhaltlich umgehen kann, dann zieht man es ins Lächerliche. Ja. Eine typische Strategie. Und Janine Kunze, die gesagt hat, sie versteht das überhaupt nicht. Was meinen wir wohl, wie oft sie als blonde Frau mit dicken Brüsten sexistisch angemacht genau, wird? Genau, ja. Dann dachte ich mir, ja, ist jetzt auch, ist auch ein wichtiges Thema. Voll. Müssen wir mal drüber reden. Ist, mir ist jetzt allerdings so historisch gesehen jetzt nicht so die Epoche bekannt, in der man blonde, dickbusige Frauen in KZs gesperrt und vergast hat oder ja, sowas in der Richtung. Das ist ja, halt auch Whataboutism, wie man so schön sowas sagt. Das ist so völlig am Thema vorbei. Ja, aber das ist ja das Typ, wie Whataboutism heißt sowas. Das ja, gewinnt man, wenn man Whataboutism betreibt. Das genau, bringt die Debatte ja, überhaupt ja, nicht voran. Ja. Genau. Aber schön fand ich dann wenigstens den Postillon. Der Postillon, ach so, ja, ja, der Postillon hat dann einen Artikel rausgebracht, der WDR entschuldigt sich und wird zukünftig mindestens einen Teilnehmer einer solchen Diskussion vorher schwarz anmalen. Ach so, das ist natürlich eine schöne Sache, ja. Es bringt eigentlich auf den Punkt. Ja, das ist so, und dann lass uns das Thema auch ja, dann jetzt langsam abschließen. Aber ganz kurz, wieder der WDR mit so einem Rassismus-Ding, die haben echt ein Problem eigentlich. Ne? Die waren das auch mit der Oma. Die Umweltsau, genau, ne? Richtig, ja, ja. Das ist irgendwie, haben die da im WDR so, da fehlt so ein bisschen die Feinfühligkeit gerade irgendwie. Ja, ich das ist ja, glaube ich, immer das Problem. Ich glaube, dass ganz, ganz viele öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, das sind halt eher Behörden. Ja. Und keine kreativen Firmen, die halt ja, Unterhaltung machen. Ja. Und das merkt man dann manchmal schon. Ne? Das ist schon sehr behört. Ja, das ist schon ja, sehr, sehr schlimm. Gut. Okay, das war das. Thomas Gottschalk und diese ja, Scheißsendung sind eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Der heiße Scheiß des Monats. Der heiße Scheiß des Monats. Toll, ja. Margot, ja, ja. Musst du was zu sagen, weil ja, ich habe von Clubhouse keine Ahnung. Clubhouse, du hast keine, du bist doch nicht eingeladen worden zu Clubhouse? Oder Margot, bist du? Ich durfte ja vor 2 Tagen zu Gast sein in deiner fantastischen Call-In-Show, ruft uns ja, an. Da ja, hast du dich schon über mich sehr lustig gemacht, dass ich keine Einladung bekommen habe. Ja, ja. Zu Clubhouse, du schickst mir auch keine, du blöde Kuh. Meine Einladungen sind weg, die habe ich halt an Freunde geschickt. So schade. Ja, Clubhouse ist die neue App. Muss jetzt gar nicht drüber erzählen. Leute telefonieren praktisch in einer Konferenz miteinander, können andere Leute mit noch dazu einladen, mitzuhören, mitzureden. Andere hören nur zu. Und da hat mir letzte Woche, hat mir Thomas Gottschalk zugehört bei meinem Talk mit das Julian ist nicht dein Ernst, doch, oder? Hat er. Der war dabei. Der ist da sehr aktiv. Ja, der ist, genauso habe ich auch gehört, in einem Podcast mit Nils Buckelberg mal wieder, dass es gibt wohl auch so, das heißt glaube ich Mittagspause im Regierungsviertel oder irgendwie so. Okay, und ja, da loggen sich halt viele BundespolitikerInnen ein zur Mittagspause und reden miteinander. Und das soll wohl sehr spannend sein, weil man da wirklich halt einfach mal so das Regierungsgeschehen live mitbekommt, wie sich die Menschen miteinander unterhalten. Ja. Das stelle ich mir schon sehr spannend vor. Ich würde gerne wissen, wo es damit hingeht. Was glaubst du? Wo ist Clubhouse in einem Jahr? Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Einerseits finde ich es total interessant, weil es ist eine Neuentwicklung dieses Medium Smartphone und Social Media. Es ist halt jetzt alles, was man bei Facebook in endlos langen Diskussionen führt, wird dort verbal geführt, ohne dass man Bilder sehen muss. Du kriegst also wirklich so einen Live-Podcast irgendwie mit. Ja, stimmt. Das finde ja, ich insofern schon sehr, sehr spannend irgendwo, weil es auch das einzige und neue, ein Audio-Ding halt ist, glaube ich schon, hat das Zukunft. Ich kann jetzt nicht sagen, für wie lang. Und es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Inhalte darauf an. Man muss natürlich sagen, jetzt sind gewisse Leute von so einer App auch einfach mal ausgeschlossen, nämlich die sich einfach nur auf Optik beschränken, die hübschen und Bilder bei Insta machen. Ja, also na, du hast ja auch eine gewisse Grundintelligenz. Findest du, Margot? Ja. Also das kann ich gar nicht bestätigen. Naja, Britzer Grundschulabschluss halt. Britzer Grundschulabschluss. Ja. So, okay. 6. Klasse und dann gleich rein in die Travestie. So sieht es aus. Okay. Na, in Britz bleibt dann ja nicht viel übrig. Man hat da nicht viele Möglichkeiten. So, Margot, danke ja, für deine kleine Exkursion in meine ja, Vergangenheit. Ja. Wir schneiden das raus. Ja. So, dann wolltest du noch was irgendwie über Dubai erzählen, weil das ist ja auch ich wollte was über Dubai erzählen. Naja, naja, wir haben ja letztes Mal schon über Dubai gesprochen und wie beschissen ich Dubai finde. Ja. Das hast du gar nicht erst so verstanden, weil ich glaube, du hast dir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie beschissen Dubai wirklich ist. Nein, ich habe gesagt, ich möchte gerne nach Dubai eigentlich mal gehen, um mir diese Landschaften dort eigentlich anzugucken, diese Bauten und sowas alles. Bauten. Das fand ich halt so ein bisschen interessant. Aber wahrhaftig hat sich jetzt dieser Wunsch stark reduziert, weil es eine andere Seite noch gibt, die ja, mir zu dem Zeitpunkt, die hatte ich da überhaupt noch nicht im Hinterkopf gehabt, muss ich gestehen. Aber es also, öffnen sich ja Tür ja, und Tor. Wenn man also ich habe Jan Böhmermann hat ja, im Februar eine
finde ich, eine fantastische Sendung gemacht, ZDF Magazin Royal, und zwar über Dubai und halt auch besonders die Verknüpfung von Dubai mit InfluencerInnen, weil viele InfluencerInnen mittlerweile nach Dubai ziehen. Diese ganzen komischen, die man irgendwie schon mal gesehen hat, so, ich weiß nicht, wie die alle heißen, das sind halt alles diese Leute, die halt so quatschen und Kosmetik verkaufen, ihr kennt sie auf Instagram. So Bleaching, so Zahnbleaching-Teile, ja, mit bitte, blauem Licht, die gar nicht funktionieren. Ja, und sowas halt alles, und das hat Jan Böhmermann wieder toll, oder seine Redaktion toll aufbereitet, und tatsächlich erst natürlich, dass der, der König von Dubai, wie heißt der? Scheich, genau, ich habe gerade, der natürlich, der hat ich glaube Scheich. Ist das ein Sultanat? Man sagt nicht, das ist ein Scheichnat, das klingt Scheichtum? Oh, Scheiße, jetzt sind wir schon wieder wahnsinnig uninformiert. Der Chef von Dubai, der übrigens gerne Zylinder trägt und Pferde züchtet, und der hat, ich möchte nicht lügen, aber auf jeden Fall über 15 Kinder. Ich glaube, noch mehr Kinder hat er. Wahrscheinlich mit ganz vielen verschiedenen Frauen. Ja, er hat viele verschiedene Frauen, ja. Und natürlich. Und der soll wohl recht streng sein. Er hat auch irgendwie seine eigene Tochter, wollte er halt auch umbringen lassen, weil die halt nicht mehr in Dubai wohnen wollte und ein eigenständiges Leben führen wollte. Die ist mittlerweile in Hausarrest. Also das ist, glaube ich, schon sehr interessant. Dort. Und viele InfluencerInnen sind jetzt in Dubai, erstens, weil man da keine Steuern bezahlt oder nur sehr, sehr wenig Einkommensteuer bezahlt. Ja, 5% Einkommensteuer, ansonsten keine weiteren Steuern. Ja, für Selbstständige, glaube ich, sehr angenehm. Ja, ist schön dort, ja. Und das wissen ganz viele nicht, die unterzeichnen auch einen Vertrag mit dem Staat Dubai, dass sie keine Dubai-kritischen Postings machen dürfen. Sie bekommen eine Influencer-Lizenz, das klingt ja schon mal deutlich positiver. Also eine Influencer-Lizenz würde ich mir manchmal auch wünschen, aber natürlich nicht zu solchen Bedingungen. Und diese Bedingungen sind halt, du darfst dich über Religion nicht äußern, du darfst dich über Dubai nicht negativ äußern, du darfst nicht öffentlich tanzen, küssen der Öffentlichkeitsverbot, darfst auch nicht küssen, das geht auch nicht, Sex und sowas sowieso nicht, und du musst natürlich entsprechende Körperteile irgendwie auch alles verhüllen und sowas, alles ganz, ganz streng, auch in der Öffentlichkeit natürlich, und du darfst auch das Thema Homosexualität darf beispielsweise in einem Podcast auch und sowas, oder was du dort machst, darf da nicht vorkommen. Also es geht wirklich in die Materie hinein, in das, was du eigentlich machst. So viel zum Thema Freiheit. Freiheit, genau. Aber alle lieben Dubai. Alle lieben Dubai. Dubai muss ganz toll sein. Ja, und wenn das die Rahmenbedingungen sind, dass ich da mal hinkomme, also ich würde jetzt natürlich nicht als Influencerin reingefallen. Margot, ich brauche ja keine Influencer, ich brauche eine Sinfluencer-Lizenz, und die gibt es dann nun mal Wie halt viele nicht. FollowerInnen hast du nochmal auf Instagram? 300-400 werden es sein, oder? Nein, auf Instagram, Moment, ich habe das Handy jetzt hier zu liegen, Moment, gibt jetzt gerade meine aktuelle Zahl, da kann man ja gleich nochmal ganz kurz aufrufen, bitte folgt mir alle bei Instagram. Und erzähl ganz kurz weiter. Ja, ich habe zu Dubai auch dann nichts mehr zu sagen. Ich möchte da niemals hin, wollte ich auch noch nie. Und überbewertet. So, das Schlimme ist, ich habe die längst aufgerufen, ich finde nur mein Profil nicht. Ah, da habe ich es. Ja. Guck mal, 3422. Naja, bist ja noch 6600 von deinem Swipe-Up entfernt, Margot. Dann mach mal noch weiter deine Arbeit. Irgendwann schaffst du es auch, ne? So, Margot, lass uns doch weitergehen. Ja, kommen wir zurück nach Berlin, würde ich vorschlagen, genau. In Berlin sind in einer Schule 242 nagelneu angeschaffte Tablets geklaut worden. Von wem denn? Von irgendjemand, der offensichtlich sehr viele Tablets im Privatgebrauch benötigt. Es war ein Influencer wahrscheinlich. Der ist jetzt gerade ausgewandert nach Dubai und wollte seine Freunde noch damit versorgen. Genau. Damit auch die nächste Generation nichts lernt und genauso dumm bleibt, sind also geklaut worden, damit auch diese nächste Generation alles durchweg Influencer werden kann. Es war nicht bescheuert, weil es kostet natürlich Geld. Ist jetzt aber auch eine Schnarchmeldung, Margot. Also nein. Das Interessante ist jetzt, diese Tablets wurden umgehend gesperrt, weil man die Seriennummer natürlich alle hat. Ja, das heißt, die Person kann damit nichts anfangen. Ja. Und was jetzt persönlich so mein tolles Ding ist, Berlinerinnen und Berliner haben gespendet und haben diese Tablets praktisch den finanziellen Schaden ersetzt. Das war eine totale Solidaritätsgeschichte. Das ist großartig. Ja. Das finde ich einfach mal eine tolle Geschichte. Ist ja auch keine kleine Summe. Ne? 250 Tablets,
Kommt drauf an, von welcher Firma die waren. Das war eine berühmte mit einem Obst. Also wenn das die mit dem Obst ist, dann war es eine große Summe Geld, die da investiert wurde, weil die Obstfirma ist schon sehr hochpreisig. War ein ganzer Obstkorb. War ein Obstkorb. Du sag mal, und in Schweden, das finde ich ja sehr aufregend. Jetzt kommen wir von Berlin auf einmal zum Schweden, da musst du schon eine Überleitung irgendwie noch machen, oder? Okay, also wenn so ein Obst irgendwann mal fault, dann wird das ja öfter dann doch dunkel, fast schwarz. Ja. Apropos schwarz, wenn man in Schweden schwarz fahren möchte. Was? Du wolltest eine Überleitung, jetzt hast du sie. Aber nicht so eine. Ja, jetzt lebt damit. So, möchte mich für diese Überleitung bei allen ZuhörerInnen entschuldigen. Meine Güte, jetzt sei doch nicht so spießig, Margot. So, was ist denn in Schweden, wenn du schwarz fahren willst? Du kannst dich gegen das Schwarzfahren in Schweden versichern lassen. Du zahlst 10 Euro und ich glaube im Monat, genau, und dann kannst du schwarz fahren. Und solltest du beim Schwarzfahren erwischt werden, übernimmt die Versicherung dann deine Schwarzfahrkosten. Aber da muss man ja eigentlich überhaupt gar keine Fahrkarte mehr ziehen, weil ich denke, dass in Schweden eine Monatsfahrkarte sicherlich teurer ist als 10 Euro. Ist es auf jeden Fall, genau, das ist der Gedanke dahinter. Ja. Diese Versicherung ist eigentlich eine Initiative, eine politische Initiative, ja, die gerne für den freien ÖPNV, den kostenfreien ÖPNV, also kein Einzelticket kaufen, sondern ist sich einsetzt und wie drückt man das aus? Also jeder Bürger, jede Bürgerin soll eine Grundsumme an den öffentlichen Nahverkehr einfach zahlen. Dafür kann man es auch frei nutzen. Ich meine, wir haben ja auch in der Innenstadt für die Straßen auch keine Maut oder so etwas, ne? Weil die halt auch staatlich ist. Dann kann man das auch bei der BVG oder bei anderen öffentlichen Nahverkehrsunternehmen halt machen. Das ist eine Initiative, die dahin gehen soll und das erfreut sich großer Beliebtheit. Kann und ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass hier in Berlin das großen Anklang finden würde. Wir haben ja in unserem Freundeskreis so eine Expertin für nicht gelöste Tickets. Ja, wollen wir Kay grüßen? Wir grüßen Kay an dieser Stelle. Eine liebe Kollegin von uns. Die hat auch immer Pech. Also die fährt nicht schwarz, sondern die hat halt echt Pech. Dann hat sie den Schein verloren, dann hat sie den Schein zu Hause gelassen irgendwie und jedes Mal, wenn mir das passiert, wird sie halt. Ja, Kay ist halt aber auch wahnsinnig dumm. Die ist zu dumm, ihre Tickets zu lesen. Ganz ehrlich, liebe Kay, falls du zuhörst, aber man muss auch mal ein Ticket richtig lesen können. Ich bin ja. BVG, Premium-Kundin, weil ich habe ja ein Jahresabo. Ach, du darfst also bei der U-Bahn vorne mitfahren. Ich fahre die selbst, die U-Bahn. Ach toll. Das darf man dann nämlich. Und dann rausche ich immer durch Berlin. Nee, aber ich habe ein Jahresabo und ich habe jetzt bezahlt 750 Euro circa für ein ganzes Jahr. Ja. Und ich finde, das ist ein okayer Preis. Ja, ist ein okayer Preis. Klar, also für sozial Schwache, die haben natürlich nochmal extra Preise natürlich. Aber es ist für die Leistung, die du hast. Und wir haben ein doch sehr, sehr gutes sehr Netz. Sehr gut. Ich kann das mit anderen Städten vergleichen. Die haben deutlich höhere Preise und deutlich weniger Leistung. Ich ziehe da gerne mal München. Das ist ja immer so die Stadt, mit der man alles so vergleicht. München ist total toll. Münchens ÖPNV-Netz ist eine Katastrophe, ist schlecht und teurer als das von Berlin. So viel dazu. München-Bashing. Ja, aber hast du schon wieder Sekt getrunken? Es ist die Hölle. Nee, aber ich habe versehentlich von deinem Gleitgel getrunken. So. Apropos München, Margot. Lass uns doch noch kurz in Bayern bleiben. Oh, Bayern ist toll. Ja, nein, aber du willst ja noch dieses Fußballkram noch besprechen. Oh, es ist die Hölle. Ich mache es schnell. Also der FC Bayern, um den geht es ja einfach, der hatte gerade keinen guten Monat. Es ging eigentlich damit los, dass die Bayern von Berlin nach Katar fliegen wollten. Und jetzt waren sie nicht ganz rechtzeitig im Flugzeug drin und dann kam die Flugerlaubnis zu spät und in Berlin gibt es ja ab 0 Uhr ein Nachtflugverbot. Ja, und dann standen die Bayern im Flugzeug drin und das Flugzeug stand da und durfte nicht mehr starten. Die haben doch alle Privatjets, dann steigen sie in ihre Privatjets, oder? Auch Privatjets dürfen nicht fliegen. Nicht für den Bayern München gelten noch keine Verbote, Margot. Doch. Nein, das kann ich mir nicht und vorstellen. Und darüber hat sich ja Uli Hoeneß sowas von aufgeregt. Das sei ein Skandal. Dass man ja den Bayern, der FC Bayern, ich meine, das ist ja nicht irgendein Fußballclub, das ist ja bitte, der Fußballclub. Ja. Und es sind ja nicht irgendwelche Menschen, das sind ja die Menschen. Also wenn Deutschland irgendeinen Sinn hat auf der Welt, dann ist es den FC Bayern irgendwo hinfliegen zu lassen. Ja, kann man so zusammenfassen. Eigentlich ein Skandal finde ich ja persönlich, dass man überhaupt nach Katar fliegt. Katar ist nämlich aktuell gerade ein höchstes Risikogebiet für Corona. Ach so, ich schau an. Ja, das ist praktisch, also auf der Skala
Skala von weiß bis rot ist es praktisch schwarz. Aber jetzt kommt wieder mein Fußballwissen. Die sind nach Katar, wollten sie fliegen, weil da ein Fußballspiel war? Ja, oder? Da war irgendein zweitklassig unwichtiges Spiel und sie haben es auch, glaube ich, sogar gewonnen, was aber es interessiert hat auch irgendwie keinen weiter. Und wenn man nach Katar fliegt und auch wieder zurückfliegt, dann müsste man natürlich eigentlich sich erstmal so in Quarantäne begeben. Aber nicht der FC Bayern. Nein. Und Thomas Müller? Ja. Thomas Müller, ne? Der hat ja dann sein Privatjet nach Hause genommen. Ja, nicht ganz. Der hat dann, wenn man halt sich an keine Hygieneregeln und sowas alles hält, dann kann es halt auch sein, dass man Corona kriegt. Und er hat es dann auch. Ja. Dort sich geholt in Katar. Da hat er ein schönes Mitbringsel mitgebracht. Und anstatt sich dann dort wenigstens in Katar einfach für eine Woche oder 14 Tage in Quarantäne zu geben. Und die werden doch ein schönes Hotel da haben. Ich meine, entschuldige bitte. Wahrscheinlich haben die da Vollservice. Ich meine, es ist der FC Bayern, den hat man ja, da hat doch wohl jeder Spieler sein eigenes Hotel irgendwie zur Verfügung gestellt. So, das wird dann gebaut für jeden Spieler. Natürlich. Und zwar jedes Mal neu, wenn man da hinfliegt. Ist immer ein neues Hotel. Keine abgebrauchten Sachen. Bitte, also bitte. Wie bei den Fußballspielerfrauen des FC Bayern, niemals gebrauchte. Also, das war aber auch schon wieder Margot, du, meine Güte. Das FC Bayern, wir reden vom FC Bayern. Ach, stimmt, da kann man so eine Witze machen, das stimmt. Da ist es ja auch. Das ist auch so, ja. Also, er ist auf jeden Fall mit einem privaten Ambulanzflugzeug zurückgeflogen. Das kostet mal so 20.000, 30.000 Euro ungefähr. Ist sehr sympathisch. Das war Teil 2 der Geschichte. Dann gab es Teil 3, der Karl-Heinz Rummenigge. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Weil es ist interessant, wer alles noch so lebt, was ich hier auch erfahre in diesem Podcast, Margot. Das ist Wahnsinn. Toni Marshall lebt, Karl-Heinz Rummenigge lebt. Wer war noch nicht? Und Roberto Blanco. Und alle sehen sie gleich aus. So. Ich habe keine Ahnung, wie Rummenigge aussieht. Keine Ahnung. Mittlerweile auch nicht mehr. Also von früher, aus Kindheitszeiten, weiß ich noch so halbwegs, weil mein Vater hat immer Fußball geguckt und ich musste mir alle Fußballspiele angucken. Ich kann es nicht mehr. Mein Vater hat zum Glück auch gar keine Ahnung von Fußball. Ich musste dann... Vielleicht bin ich deshalb auch so fußballuninteressiert. Also er sprach sich auf jeden Fall daraufhin jetzt aus, dass man doch mal alle Fußballspieler impfen solle, insbesondere natürlich die des FC Bayern. Die könnten dann nämlich als Vorbildfunktion dienen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Deutschland hat derzeit viel zu wenig Impfstoff und jede Menge Menschen, die sich impfen lassen wollen. Welche Vorbildfunktion brauchen wir da gerade? Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube einfach, der hat sich da auch einfach verrannt in diesem Statement. Weil natürlich, es gibt ja nicht zu bestreiten, dass gerade so Fußballer, Nationalmannschaft und Vereine, das sind wirklich Vorbilder für viele, viele, viele junge Menschen. Ja, natürlich. Ja, klar. Von daher verstehe ich schon, was er meint. Aber es war einfach die absolut falscheste Zeit, es so ein Statement zu machen. Es war nicht die richtige Zeit. Darüber können wir im Sommer oder im Herbst reden, wenn wir feststellen, huch, wir haben noch zu wenige, dann müssen wir drüber sprechen. Aber auf den Gedanken, die Fußballer jetzt vor den Polizisten, vor dem Gesundheitspersonal, vor Lehrern und Erzieherinnen irgendwie zu impfen, der auf den Gedanken musste erstmal kommen. Also es ist wirklich... Er hat einfach nicht nachgedacht. Ja, vorher. Hat so nicht nachgedacht. Sein. Auch nicht nachgedacht hat dann noch Hansi Flick. Das ist jetzt der Trainer vom FC Bayern. Ach, wie lange dauert das denn jetzt, Marco? Du wolltest das kurz besprechen. Du fragst ja so viel, weil du keine Ahnung hast vom Fußball. Ich mache mich wenigstens vorher schlau. Darf ich so einen Cola-Tic-Tac haben? Ja, du kannst alles essen, was du hier findest. Gut. So, der hat sich darüber beschwert, dass diese gesamten sogenannten Expertinnen wie Karl Lauterbach, er sprach von Karl Lauterbach als sogenannten Experten, die könne man alle nicht mehr ernst nehmen, weil die ständig mit irgendwelchen neuen Informationen, irgendwelchen neuen Wissen rüberkommen. Also erstmal, Karl Lauterbach ist kein sogenannter Experte. Der ist ein Experte. Ist einer von diesen Experten in dieser Angelegenheit. Das kann man ihn jetzt wirklich nicht nehmen. Und Hansi Flick kam dann auf die geniale Idee und auf den Gedanken, musste auch so kommen, warum hat das bisher noch niemand eigentlich gemacht? Diese Experten, die sollen sich doch jetzt mal bitte mit der Politik zusammensetzen und dann eine Strategie gegen Corona entwickeln. Ach, damit so. Man endlich mal, Zitat, Licht im Tunnel sieht. Also lieber Hansi Flick, erstmal, wenn du Licht im Tunnel sehen willst, drück einfach den Schalter. Ja, es ist halt immer schwierig, wenn Menschen sich dann zu solchen Fachgebieten äußern möchten und dann einfach auch ihren Senf dazu geben, der aber dann doch schon etwas vergoren ist, der Senf. Der FC Bayern hatte in diesem Monat einen sehr, sehr großen Redebedarf, hat aber wieder mal erneut bewiesen, wie scheiße Fußball sein kann, finde ich. Der Wichser des Monats.
Und das ist diesmal jemand, der kein Schniedel rausgeholt hat, wie bei unseren vorherigen Ausgaben. Der Chef des Olympischen Komitees in Japan, ich habe den Namen jetzt wirklich nicht aufgeschrieben, auch 83 Jahre alt, hat interessante Aussage getätigt. Er meinte, die Meetings mit Frauen würden sich deshalb erheblich in die Länge ziehen, weil die miteinander konkurrierenden Frauen alle unbedingt reden wollten. Ja. Was sexistische Kackscheiße. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Aber gut, der Mann ist 83 Jahre alt, den kann man auch die Welt nicht mehr erklären. Er musste auch zurücktreten gleich. Und Japan ist jetzt ja nicht unbedingt gerade so das euphorischste Land, was solche Sachen angeht. Was Feminismus anbelangt. Oder so, ja, aber glaube ich nicht. Nein. In Japan selbst, das hat in der japanischen Gesellschaft für eine Riesen-Shitstorm gesagt. Hoffentlich. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Würde mich auch für die JapanerInnen freuen. Ja. Aber vielleicht trifft er sich jetzt zum Mittag mit Thomas Gottschalk und die reichen sich die Salzstreuerin. weiß man ja nicht. Ne? Oh Gott, lass uns über was anderes. Lieber, lass uns über schöne Frauen reden. Britney Spears zum Beispiel. wobei schön, was ist schon schön? Britney Spears, also ganz ehrlich, Margot, Britney Spears ist für mich ja wirklich, also ich habe damals als Jugendliche, ich war riesen Britney Spears Fan. Ja. Riesiger Britney Spears Fan. Schlimm. Nein, also nein, wirklich, die ist ein Kind ihrer Zeit auch gewesen. Und ich finde, I'm Slave for You ist nach wie vor ihr allerbester Song. Und ich liebe das Video, ich liebe ihr Outfit, ich liebe den Song. So, du wirst ihn nicht kennen, Margot. Ich packe den Link in die Shownotes. Bitte, ja. Hast du das eigentlich bei der letzten Ausgabe gemacht? Weil ich habe keine. Ja, natürlich. Ach, hast du gemacht, ja. Ja, habe ich gemacht. Hast du gemacht? Also, ich hab sie gesehen. Ja, nee, hast du toll gemacht. Hast du super gemacht. Du alte Scheißkuh. Und Britney Spears, und das wirklich, ich war ja mal bei einem Konzert von ihr vor 2-3 Jahren. Den Link packe ich auch in die Shownotes. Ja, unbedingt. Britney Spears ist wirklich eine tragische Persönlichkeit, weil ihr wisst ja alle, sie ist seit vielen, vielen Jahren ist sie ja unmündig und ihr Vater ist ihr Vormund. Ich würde sagen, seit 13 Jahren steht hier in den Notizen, das mag auch stimmen. Das war ja das große Drama, wo sie halt einfach ihren Tief hatte und sich die Haare abrasiert hat. Ihr kennt das alle, die schlimmen Fotos mit dem Regenschirm nachts und ihrer Glatze, wie sie auf die Paparazzi losgeht und. Und diese arme Frau ist jetzt immer noch, hat die keine Verfügungsrecht über ihre ganzen Millionen, die die auf dem Konto hat. Sie hat jetzt ein eingeschränktes Verfügungsrecht. Also sie teilt sich das jetzt, das jüngste Gerichtsurteil. Das ist neu jetzt, Das ist neu. Und das hat sie aber selbst auch erwirken lassen. Ich glaube auch zusammen mit wahrscheinlich anderen AnwältInnen und auch, dass ihre Mutter jetzt auch mehr Einspruch erheben kann, also ihre Mutter wieder mehr involviert ist damit, weil ihr Vater wohl da ganz doll den Daumen drauf hält und natürlich auch Britney Spears die ganze Familie ernährt mit ihrer Arbeit. Ja, und er macht das jetzt, also das ist das Erschreckende, der Vater macht es offensichtlich nicht ganz so unerfolgreich, weil ihr Reichtum, man nennt das Reichtum, ja. Ihr Kontostand hat sich durchaus extrem positiv in der Zwischenzeit entwickelt. Ja, der schickt die ja auch, die arme Frau, Wildtourneen ständig. Und so. Jetzt, Margot, und ganz ehrlich, das wissen wir ja alle, dass halt gerade große KünstlerInnen mit Alben, mit CDs verdient man ja gar nicht mehr so das große Geld, sondern man verdient halt Geld mit Tourneen. Ja. Da steckt das Geld drin mittlerweile. Und wenn du Britney Spears einmal auf der Bühne gesehen hast, die ist in der Mercedes-Benz Arena hier aufgetreten, die war komplett ausverkauft. Also sind mehrere 10.000 Menschen drin gewesen. Das war noch vor Corona, Mann, war das damals. Okay, jeweils, und wenn du Britney auf der Bühne siehst, die hat halt keinen Bock. Und man sieht ihr das förmlich an. Die tritt halt einfach nur auf, weil man sieht ihr an, sie muss halt. Aber die hat keinen Bock. Aber die muss doch eigentlich auch finanziell gesehen nicht mehr, oder? Ja, aber die wird Verträge haben. Ich meine, entschuldige mal bitte, die hat auch eine Plattenfirma. Ach, jeder Vertrag läuft doch irgendwann mal auf. Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe jetzt ihre Telefonnummer gerade nicht griffparat, Margot. Ich würde die jetzt sonst anrufen. Ja. Nee, du kennst ja immer alle. Ja, aber nicht die Britney Spears dieser Welt. Die nun wirklich nicht. Und die hat keinen Bock. Und mir tatsächlich auch, das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau für sie, aber mir tut die echt leid, die Britney Spears. Ach, mein Gott. Und wenn ich folge ihr natürlich auf Instagram und
was die für Videos auch postet von sich, die ist halt durch, die Alte. Diese arme Multimillionärin, das ist wirklich hart. Ja, okay, du hast recht, das ist auch blöd, was ich hier sage, aber vielleicht nein, einfach. Menschlich gesehen ist das ja, Geld macht nicht glücklich und nee. Es stimmt wirklich, Geld macht nicht eben glücklich, ja. Aber es beruhigt. Das hat mir meine ältere Dame gesagt. Das stimmt ja die auch. Die hatte reichlich Geld. Das war ich, oder? Ja. Ach, du warst damals die 84-Jährige im Pflegeheim mit Demenz. Alles genau, klar. Ja. Oh, daran kann ich mich daran nicht erinnern. Egal. Also, wahrscheinlich hat sie irgendeine Kerze angezündet. Und Valentin. Weiß ich nicht, was macht man zu bestimmt, mein Gott, du hast doch bestimmt zu Valentinstag wieder mit deinem Mann David irgendwie sowas wahnsinnig plüschig romantisches gemacht, oder? Wir haben einen schönen gemeinsamen Abend zu Hause verbracht und da Corona ist, ist jeden Tag für uns gerade Valentinstag. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja, mein Gott, ja. So. Nein, er hat von mir eine Kleinigkeit geschenkt bekommen, aber wirklich nur eine Kleinigkeit. Er mag ja gerne Lego und hat ein ganz, ganz kleines Lego-Auto geschenkt bekommen. Und da war er ganz berührt und hat gesagt, ich denke, wir schenken uns nicht. Ich so, nee, wir uns nicht, aber ich dir ja. Also er hat dir nichts geschenkt? Nein, er hat mir nichts geschenkt. Ich überlege gerade, Valentinstag war ein Sonntag, glaube ich. Ne? Das kommt hin, ja. Klaus und ich sind aufgestanden, wir haben gefrühstückt und irgendwann gegen 15.30 Uhr fiel mir ein, ach Gott, ist ja Valentinstag, alles Gute, habe ich dann gesagt und das war's dann. Oh. Ich kann halt sehr romantisch sein, wirklich, wenn ich möchte. Du hast es drauf mit Romantik, ja. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass er gesagt hat, ach gut, ich gehe mal kurz ins Badezimmer, spül mich und du kannst dann um 19 Uhr dazustoßen. Dazustoßen, das hast du schön gesagt. Ich schmeiß schon mal die Beine zum Kronleuchter. Ich schmeiß den Ofen an und warte aufgebockt. Schmeiß den Ofen an, ja, ist auch schön. Schmeiß den Ofen an. So, mal Gott, machen wir weiter. Stelle Dinge bereit. Wir müssen jetzt mal weit fertig. Ja, weißt du denn, woher der Valentinstag eigentlich kommt? Nee, Margot, möchtest du es mir erklären? Ja. Unnützes Wissen für 800. Sie glauben, Bescheid zu wissen. Ich erzähle Ihnen jetzt die wahre Geschichte. Mhm. Mein Name ist Margot Ebenstein. Am Valentinstag gedenken wir eines berühmten Massakers am 14. Februar von 1929 in der Chicagoer Autowerkstatt. Ja. Hierbei wurden vom sogenannten Mob, es war die Mafia im Endeffekt, 7 Menschen auf bestialische Weise von 5 Killern hingerichtet. Das durchaus emotionale und leidenschaftliche Gemetzel, das in einem unvorstellbaren Blutbad kulminierte, inspirierte daraufhin Menschen, ihre tiefen Gefühle gegenüber eines ihnen wichtigen Menschen an diesem Tag Ausdruck zu verleihen. Das finde ich eine absurde Geschichte, Margot. Das geschieht heute durch das Schenken von Blumen, Sträußen oder ganzen Grabgebinden, die den gewünschten und bald eintretenden gewaltsamen Tod der beschenkten Person ankündigen sollen. Die so Bedachten leiden dann infolgedessen unter Angst- und Panikattacken, bis sie schließlich, oft unter gewaltsamer Fremdeinwirkung von außen, von dieser Pein befreit werden. Und nun kennen sie die wahre Geschichte. Ist wahnsinnig übel, oder? Ich finde das wirklich absolut verstörend und jetzt frage ich mich aber, ist dieses Massaker in der Werkstatt, ist das vielleicht auch die Ausgangsstory gewesen für Manche mögen's heiß? Da passiert das doch auch am Anfang des Films. Da geht es auch um den Valentinstag und sowas alles. Ja. Es gibt Parallelen. Das hängt damit schon, es ist schon aufgegriffen worden, das Thema. Ja. Interessant. Also Margot, wirklich. Hätte ich das jetzt weggelassen? Ja, du hast ja recht. Du hör doch nicht immer auf mich. Ich bin ja halt auch meistens wahnsinnig dumm. Na, ich möchte dich ja gerne intelligenter haben. Ja, Margot, dann stell mir keinen Mumm extra 3 hin. Ganz einfach. Ich meine, wir zeichnen diesen Podcast ja wirklich so immer gegen 13 Uhr auf und so ein Glas Mumm extra 3, das zwirbelt auch bei mir sofort in der Birne. Ja, aber Jessica kriegt halt nur ein Glas, also ein grünes mit Korken oben drauf. Nein, also aber das geht halt auch weg. In einem Zug. In einem Zug, genau, ja. Also eine wunderbare Geschichte. Das ist doch keine 100 Jahre alt, diese Geschichte vom Valentinstag. Also, das wusste ich wirklich nicht. Aber ich wusste es an dem Tag, an dem ich meinem lieben Gatten da ein kleines Geschenk bereitet habe, wusste ich das auch noch nicht. Ich habe mich erst im Nachhinein jetzt mal wirklich schlau gemacht, wo es denn jetzt herkommt. Und mit dem Hintergrundwissen schenken wir uns jetzt vielleicht dann doch nichts mehr. Ja, das ist also wirklich eine völlig absurde Geschichte. Möchte ich nicht, nein. Hast du in den letzten Tagen noch ein bisschen Fernsehen mal geguckt? Weil da ging ja etwas Großes. Du bist doch auch so eine Star Trek. Du meinst diese ganze Mars-Geschichte? Ja, die Mars-Geschichte. Genau. Das finde ich wirklich faszinierend, Margot, weil man hat die ersten Videoaufnahmen gesehen und Soundaufnahmen. Ja. Ein Rundumblick
Ja, ja. Vom Mars. Ja. Und weißt du, was das Tolle ist an dieser Soundaufnahme? Nein. Ist Fake News. Nein. Doch, die ist leider Fake News. Ist nicht ja, dein Ernst. Sehr gut gemacht, aber leider ist das Fake. Das ist wirklich Fake. Seit wann weiß man das? Ich weiß nicht. Ich habe das auch erst vor kurzem noch rausgefunden und dachte, ach Mensch, aber schade, was hätte sein können. Aber nichtsdestotrotz, es kommen Tonaufnahmen. Es gibt auch schon jetzt auch wirklich schon die ersten Tonaufnahmen. Nur das, was du meinst, ist wirklich Fake. Aber das Bild war schon echt oder war das auch Fake? Das weiß ich jetzt auch nicht. Interessant, aber, ja, das ist ja hochinteressant. Aber es gibt die ersten Bilder jetzt wirklich, also hochauflösende Bilder, Farbbilder vom Mars. Das ist Wahnsinn. Wir kommen ja noch aus einer Generation, da war man ja froh, wenn man Schwarz-Weiß-Bilder vom Mond hatte. Ja, mit so Krisselstreifen, ja, wo man nur so verzerrte Dinge gesehen hat. Ja, also Wunder der Technik, liebe Margot. Und also ich meine, du bist ja auch Trekkie, aber ich würde sagen, wir sind eigentlich nicht nur Trekkies, sondern auch, ich liebe den Weltraum. Ich finde das Universum unheimlich faszinierend und gucke wahnsinnig gerne auch Dokus über, wie Planeten entstanden sind und die Milchstraße. Das ist faszinierend. Und jetzt stelle ich mir vor, da ist ein großer, steiniger, roter Planet und da ist so ein kleines Böppel, ist jetzt da gelandet, also ist so groß wie ein Auto im Endeffekt. Ja. Und auf einmal öffnet sich da so ein Dach oder eine Luke und auf einmal kommt da so ein kleiner Helikopter raus, weil die haben eine kleine Sonde, die jetzt da so ein bisschen hin und her fliegt und die Gegend dort erkundet. Ich stelle mir das, die beiden sind ein bisschen unterwegs, ich meine, das ist Technik, das hat natürlich alles kein Leben, aber so, wenn ich jetzt so eine kleine Mikrobe wäre und ich würde das sehen, das wäre doch für mich auch schon sehr, sehr aufregend. Wenn du eine kleine Mikrobe wärst, Margot. Ja, ich bin eine große Mikrobe, aber wenn ich eine kleine Mikrobe wäre. Ja, na, es gibt ja, das ist ja, ne, die suchen auch nach Wasser nach wie vor auf dem Mars, sie oder? Sie suchen vor allem nach Leben auf nach dem Leben Mars. Auf dem Mars. Also Wasser gibt es auf dem Mars, das weiß man mittlerweile schon und auch nicht gerade wenig. In gefrorener Form, richtig, ja. Es gibt diesen ganzen, wirklich Empfehlung, Filmempfehlung und zwar heißt der Film Life und ist ein wirklich Horror-Thriller, möchte ich sagen, aus dem Weltraum, wo Leben auf dem Mars entdeckt wird, eine kleine Mikrobe, also eine Margot Schlönske. spuckt sie da rum und wurde dann entdeckt und sie wird mit auf die Raumstation genommen und die entwickelt sich natürlich zu einem bösen Monster, aber der Film ist hochspannend, ist mit Jake Gyllenhaal unter anderem und ist eine große Empfehlung. Du packst den Link in die Shownotes. Ich pack den Link in die Shownotes, genau. Großartig. Ja, also ich hoffe, ich habe so ein bisschen Sorge einerseits dann doch schon so ein bisschen, wenn sie so eine Mikrobe dort finden und sie würden diese Mikrobe runter auf die Erde holen. Das möchte ich nicht. Da denke ich auch so, ach, da hätte ich auch Angst. Ne? Es gibt ja die durchaus nicht ganz unbegründete Theorie, dass das Leben gar nicht auf der Erde entstanden ist, sondern dass das importiert worden ist, über entsprechende Steinsgebrocken vom Mars gekommen ist. Ja, es ist auch möglich, es gibt auch Möglichkeiten, dass das Leben auch gar nicht auf dem Mars entstanden ist, sondern von außerhalb unseres Sonnensystems über entsprechende Gesteinsbrocken, die brauchen natürlich Ewigkeiten, aber irgendwann landen sie dann doch mal im Sonnensystem drin, auf dem Mars auch gelandet sein könnte und von dort vielleicht nach einer gewissen Entwicklungsphase auf die Erde weitergetragen worden ist. Es gibt Austausch zwischen den Planeten. Ja, davon gehe ich ganz stark aus. Ich habe auch neulich gesehen, in einer Doku auf Arte mal wieder, Margot. Ich bin ja mal froh, dass du sagst Doku auf Arte und nicht Doku auf RTL 2. Ja, nee, Margot, wirklich, ich gucke tatsächlich wirklich nie RTL 2. Aber wir brauchen eine neue Rubrik, wo die müsste dann heißen, Jurassic hat mal auf Arte gesehen. Ja. Irgendwie sowas. Wasser ist ja außerirdisch. Ja, und das ist ja bewiesen mittlerweile, dass Wasser halt aus dem Weltraum kommt. Ja. Und das es hier vorher nicht gab auf der Erde. Das gab es lange Zeit ja nicht. Und das finde ich aufregend auch, weil es nur weil es Wasser gibt, gibt es ja auch Leben auf der Erde. Ja, durchaus. Ne? Genau, es gibt immer die Frage, worauf basiert Wissenschaft? Worauf basiert das Leben eigentlich? Lange Zeit dachte man immer, auf Kohlenstoff basiert das Leben. Mittlerweile weiß man, das ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Das kann zum Beispiel auch Stickstoff sein, aber Wasser ist ausschlaggebend. Wasser ist ausschlaggebend, genau. Ach, ist das alles aufregend. Wir könnten stundenlang, wir machen nochmal einen Mars-Podcast. Margot, würdest du, wenn du die Chance hättest, würdest du in den Weltraum fliegen? Ja. Also jetzt unter diesen gegebenen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, weil es ist da, glaube ich, für den Körper auch unheimlich kräftezehrend. Nochmal ein ganz kurzer Aufruf für alle Leute, die schon immer mal gesagt haben, ich möchte Margot mal so gerne auf den Mond schießen. Bitte helft mir dabei, ich bin dabei, ich mache mit. Du würdest das, weil ich glaube, ich hätte großen Bammel, das auf mich zu nehmen. Ja. Und dann auch in dieser Schwerelosigkeit dann irgendwie da zu leben für ein paar Wochen und ich weiß nicht. Und dann umgeben zu sein von diesem Vakuum auch und diese Lebensfreiheit.
menschenfeindliche Atmosphäre des Weltalls. Ich hätte auch große Angst. Das ist ja der schlimmste Ort, wo man sich eigentlich aufhalten kann. Also überall auf der Erde bist du wesentlich schneller wieder in Sicherheit als dort, also vielleicht im Inneren eines gerade explodierenden Vulkanschlunds. Da könnte es nochmal schlimmer aussehen. Noch mal schlimmer sein, aber ja. Selbst da erwischt dich halt irgendwie Materie und im Weltall ist wirklich halt nichts. Ne? Aber es gibt großartige Filme. Ach, das ist gut. Wir machen alles. Wir müssen weitermachen. Ja, genau, genau. Also Mars war nur ganz kurz bei mir. Ich komme wieder mal zurück auf die Erde, in meinen kleinen Kosmos. Ich laufe jetzt ja immer so ein bisschen so durch die Straßen abends und ich bin jetzt in unserer Lieblingsstraße, der Potsdamer Straße, an einem Laden vorbeigelaufen und du weißt, die Potsdamer Straße ist eine eigentümliche Straße geworden, sag ich mal. Ich meine, gar nicht negativ, ist aber anders geworden. Kieze verändern sich. Kieze verändern sich, genau. Und wir haben natürlich so ein paar Edelboutiquen jetzt plötzlich hier und wir haben Galerien. Und jetzt war ich letztens vor einem Geschäft, da war ich irritiert. In diesem Geschäft, große Schaufensterscheibe, gab es im Endeffekt nur eine riesige, durchgehende, von rechts nach links gehende Kleiderstange, an der ein Kleid hing in zigfacher Ausführung. Ich habe reingeschrieben 80. Ich glaube, es sind sogar noch viel, viel mehr. 80, Farben jetzt, oder? Nein, ja? Also dieses gleiche Kleid 80 Mal und von Bügel zu Bügel eine andere Farbnuance. Exakt die gleiche Größe. Jedes Exemplar nur einmal, dass du wirklich einmal komplett den Regenbogen durch hast. Ich glaube, es hängen dort mehr Kleider als mein Bildschirm irgendwie Farbskala. Welche Höhe ist denn das Potsdamer Straße? Richtung Potsdamer Platz hoch ist es. Ah ja, okay. Dir noch, genau. Das ist bestimmt Kunst, oder? Das war genau meine Frage. Ja. Ist das jetzt noch eine Boutique? Kauft man das ein? Und es gibt halt dieses Kleid nur in dieser einen festgesetzten Größe. Nicht, ne? Und du kriegst das Kleid dann passend zu deiner Augenfarbe oder zu deinem Hühnerauge, ich weiß es nicht. Interessant. Oder ist das Kunst? Weil die hängen auch alle sehr ordentlich da. Maro, du musst dazu wissen, drin. Mode ist ja auch Kunst. Kunst ist Mode. Das sind verschwimmende Grenzen. Aber meine Frage ist jetzt, darf ich mir davon eins jetzt kaufen? Nein, du hast die falsche Größe, Margot. Nein. Oder zerstöre ich dann das Gesamtkunstwerk? Oder muss ich alle kaufen? Muss alle kaufen. Damit ich mir die in meinen endlos langen Flur hängen kann. Weil das würde hier reinpassen, das Kunstwerk. Dein ganzer Flur ist voll mit Lego. Also von daher, du hast keinen Platz mehr für noch Fummel. Das ist auch wahr von da. Ja. Das ist wirklich, ich bin unsicher, ob es eine Boutique oder eine Galerie ist. Ja. Gut, Margot, lass uns weitermachen. Wir sind schon wieder viel zu lang. Heißes aus der Gerüchteküche. Heißes aus der Gerüchteküche. Ja, Margot, muss ich das jetzt verstehen gerade, oder? Ich habe Heißes aus der Gerüchteküche für dich. Und zwar. Ach so. Es kommt Sister Act 3. Wird gedreht mit Whoopi Goldberg. Ja. Ja. Überrascht dich jetzt nicht, oder wie ist das? Naja, das ist keine Sensation. Ehrlich gesagt wirklich gar nicht, weil Sister Act hat mich noch nie wirklich interessiert. Ach, echt? Nee, wirklich. Oh. Catcht mich gar nicht. Whoopi Goldberg ist eine tolle Frau. Ja. Hat aber auch noch viele andere tolle Filme gemacht. Also von daher. Okay. Also Whoopi Goldberg kommt zurück als Hauptdarstellerin und Produzentin und sie muss den Film wahrscheinlich machen, weil sie zu alt ist für OnlyFans. Das war mein Gedanke noch wieder dazu. Bei OnlyFans. Ja. Der Film kommt allerdings, so wie es aussieht, nicht in die Kinos. Was dann immer so ein bisschen, finde ich immer schwierig. Aber wegen Corinna oder wahrscheinlich wegen Corinna. Okay. Aber sie haben gleich einen Direktvertrieb über Disney Plus, soll das dann ab. Also nicht vor 2023. Na gut, ne, braucht auch eine Weile, genau. Braucht eine Weile, ne? Aber Whoopi kennen wir natürlich aus Star Trek und da lieben wir das ja natürlich. Als Guinan. Als Guinan zum Star Beispiel. Star Trek, The Next Generation. Ja, und jetzt komme ich zu einem traurigen Thema. Achso, Guinan soll übrigens auch wieder auftreten in der nächsten Picard-Staffel. Ja, wir. Genau, aber das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus will. Ein verrennst dich, ein Star Trek-Mitschauspieler, sag ich mal, ist jetzt nämlich verstorben, nämlich Christopher Plummer. Wer ist denn das? Das ist der böse General Chang, glaube ich, aus Star Trek 6. Ach, der mit der Augenklappe. Ah, okay. Und vielen aber auch bekannt als General von Trapp, aus der Trapp-Familie, also The Sound of Music mit Julie Andrews. Ja, Margot, es ist wahnsinnig irrelevant, was du gerade erzählst. Nein, Christopher Plummer ist relevant. Ach, du hast doch keine Ahnung. Ich rede mit dir kein Wort mehr. Freut mich. Wegen Corinna geschlossen.
Die 35 ist die neue 50. Wusstest du das schon? Ich dachte immer, es sei umgekehrt. 50 ist das neue 35. Aber nein, so alterstechnisch ist, gesehen. Ja, alterstechnisch ist es was anderes, ja. Ja, bei der Inzidenz jetzt. Inzidenz? Ja, oh Gott, jetzt kann ich nicht mal mehr aussprechen. Ingredienz heißt es, glaube ich. Bei der Inkontinenz. Jetzt. Genau. 35 ist die neue 50. Ja, die haben die Zielmarke. Wir sind jetzt gerade bei 70 aber, oder? Oder wo sind wir jetzt gerade wieder? Bundesweit sind wir bei 60 ungefähr. Ja, okay. Und Berlin liegt unter 60. Wir sind besser als der Bundesdurchschnitt. Ich hatte gestern ja einen Corona-Test tatsächlich. Ach, ja. Weil ich ja für ZDF Neo gedreht habe. Ihr könnt das in der Mediathek sehen. Ich packe es in die Shownotes. Aber da hatte ich wieder mal einen Corona-Test. Und da wurde mir wieder so ein Stäbchen ganz tief in mein Nasenloch gesteckt. Und ich muss wirklich sagen, das ist äußerst unangenehm. Nach wie vor. Und man braucht dann auch erstmal so 20, 30 Minuten, bis sich das ein bisschen regeneriert hat und man wieder normal atmen kann, ohne dass es kribbelt. Geht ja direkt ins Stammhirn hinten rein. Richtig. Und da müssen die Synapsen müssen sich erst wieder neu verknoten miteinander. Ja, das ist schwierig. Genau. Ja, ist alles ein bisschen schwierig mit den neuen Zahlen. Jetzt kommt ja auch die neue Mutante B117 heißt der. Und ganz neu, es gibt jetzt auch eine wahrscheinlich irgendwie aus San Francisco, da gibt es die ersten. Ach so. Und in New York soll auch eine eigene Mutante jetzt irgendwie haben. Wir müssen mal gespannt sein, was da passiert. Also es wird alles sehr, sehr die EU bekommt jetzt den Impfstoff deutlich günstiger von BioNTech. Das ist doch toll. Aber Angebot. Den will keiner haben. Nee, den von BioNTech wollen sie alle haben. Den wollen sie alle haben. Ich blick da schon gar nicht mehr durch. AstraZeneca will keiner haben. Okay, verstehe. Obwohl man da mittlerweile festgestellt hat, dass ja die Wirksamkeit bei 94% ist. Also ist ja super. Das ist ja sogar noch höher als der von BioNTech. Ja. Ja, so genau. Aber ja, der Preis ist jetzt anstatt 54,04 Euro, kriegt die EU ihn jetzt für 15,50 € pro Injektion. Preisnachlass von über 60%, Margot. Wie kann denn sowas sein? Das hast du gut ausgerechnet. Ich habe gerade mal grob abgeschätzt. Ja, und das ist auch genau die Kritik, dass wahrscheinlich das Unternehmen vorher einfach mal den Preis extrem hochgesetzt hat. Sieht so und aus. Und jetzt ausgerechnet die EU den am günstigsten bekommt, weil kein anderer Staat auf der Welt bekommt das so günstig. Und das muss man auch mal sagen. Also ist natürlich, und auch jetzt so gerade arme Staaten müssen da den Vollpreis bezahlen. Das ist natürlich auch irgendwie ein Unding. Das ist natürlich wieder auch wahnsinnig beschissen. Da sind wir wieder beim weißen alten Europa, ne? Ja, ja. Aber das mit der Wirksamkeit, wo du das angesprochen hast, da kann ich klugscheißen. Gott, bitte, ja. 30 Sekunden klugscheißen mit Margot. Wenn sie es denn in 30 Sekunden schafft. Wenn es nämlich heißt 85% Wirksamkeit, dann heißt es nicht, dass 85% geimpft werden, also 85% dann geschützt sind durch diese Impfung und 15% werden nicht geschützt, sondern das heißt, dass 85% der Menschen, die geimpft worden sind, bei einer Infektion keine Symptome aufzeigen und die restlichen 15% zeigen Symptome der Infektion, aber auch deutlich leichtere, also ein deutlich harmloserer Verlauf. Mhm. Und das heißt die 75 oder 85 oder 94. Ja, finde ich das mal wichtig, weil es gibt ja das Gerücht, dass es heißt von wegen, der Rest wäre nicht geimpft. Das ist ja falsch. Geimpft sind sie dann alle. Ja, Margot, dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Du merkst, mein Interesse ist gerade sehr, sehr gering. Ja, es tut mir leid für dich. Ja, das sollte vielleicht, aber geht dir das nicht aus, so ich bin langsam wirklich übersättigt mit Covid-19-Informationen. Ich kann dich beruhigen, es wird auch dieses Mal eine überraschend kurze Rubrik. Ja, aber wir müssen auch wirklich. Also, wir haben jetzt zwei interessante Studien noch. Die eine Studie hat Busfahrten verglichen miteinander, beziehungsweise ich muss anders anfangen. Sie haben geguckt, wie sich denn Corona in den einzelnen Regionen verbreitet hat. Und sie haben festgestellt, Regionen, aus denen organisierte Busfahrten zu Corona-Leugner-Demos gefahren sind und wieder zurückgefahren sind. Diese Regionen, dort gab es dann direkt danach im Rahmen des Inkubationszeitraums einen extrem starken, einen überdurchschnittlichen Anstieg der Corona-Infektion. So eine Überraschung, Margot. Überraschung. Corona-Leugner, die sich gegen die Hygienemaßnahmen verwehren, tragen das Virus weiter. Ding, dong, Überraschung. Und dann eine zweite Studie, das ist der Knaller schlechthin, Roland Wiesendanger, ein Name, den man sich wirklich nicht merken muss, hat das von der Uni Hamburg eine Studie rausgebracht und behauptet darin, das Coronavirus stammt aus einem Laborunfall. Ach so. Diese Theorie gibt es ja. Ja, die gibt es, Genau.
Das Problem bei seiner Studie ist, das ist keine Studie. Das, er hat einfach nur Texte zusammengetragen, die halt irgendwo geschrieben worden sind. Er zitiert den Fokus, er zitiert Wikipedia, immer eine gute Quelle. Aber es wird noch besser. Er zitiert YouTube und Tweets. Ach bitte, hör doch auf mal. Das ist natürlich alles andere als wissenschaftlich. Zum Teil sind die Sachen, die er dort zitiert, sogar inhaltlich widerlegt worden. Also was heißt das Ganze auf Deutsch? Die Theorie gibt es nach wie vor. Sie ist damit jetzt nicht widerlegt, aber ja, das aber zumindest ist bewiesen. Kein Beweis. Das ist wirklich. Aber doch, wenn man Sachen auf YouTube gesehen hat, dann ist ja. Das doch natürlich auch schon ein Beweis, Margot. Das musst du doch wissen. Ja, natürlich, ja. Verstehe ich nicht, dass du dich dem immer so verwehrst, Margot. Ja, das ist doch. Naja, gut, okay. Es tut mir leid. Es tut überhaupt nicht leid. Bett, Bad und Bumsgeschichten. Du gehst gern spazieren? Ich gehe gerne spazieren. Ja, was soll man auch anderes machen zu Corona-Zeiten? Man kann ja nicht so wahnsinnig viel gerade unternehmen. Was machst du? Warum bist denn du immer noch so moppelig da? Zum Ende muss ich dich immer dissen. Das macht mir so viel Freude. Das sagt die Richtige. Ich habe auch ganz schön zugelegt. Ich habe deine letzte Paillette gesehen und dachte mir, also guck mal, sie trägt schon die größeren Brüste oben und hilft trotzdem nicht mehr, um vom Bauch abzulenken. Ich bin auch moppelig geworden, meine Güte. Ja, machst du jetzt die nächste Diät oder? Nee, auf keinen Fall. Also sondern ich esse viel zu gerne. Ja. Viel zu gerne. Ja. Und ich finde auch, man sollte sich Essen nicht verwehren. Das würde mich unglücklich machen auf Dauer. Ich versuche halt tatsächlich einfach wieder mehr Sport zu machen. Aber wie nimmst du denn dann ab? Wie nehme ich ab? Also bei mir ist es so tatsächlich, wenn ich einfach 3, 4, 5 Mal die Woche meine Übungen zu Hause mache und ich wieder Muskeln aufbaue. Und zwar jetzt nicht irgendwie Bizeps und Brustmuskeln, sondern ich mache dann immer halt so Trainings, die den ganzen Körper ganzheitlich trainieren. Also dass die Grundmuskulatur wieder straff wird. Und das baut bei mir dann auch das Fett auch wieder ab tatsächlich. Ach. Also ich sehe dich ja öfter bei uns im Büro, also das muss man nochmal erklären, wir arbeiten ja beide gemeinsam beim Magazin. Du planst gerade irgendeine Gemeinheit, ich sehe das schon an deinem Gesicht an, Margot. Du siehst ja mich immer, wie ich an der Espressomaschine sehr erotisch und sexy mein Espresso dazu bereite und dich sehe ich öfter, wie du im Büro auf dem Boden liegst und dann plötzlich irgendwelche Bodenturnübungen dort machst. Das ist aber, weil ich Rückenschmerzen habe. Weil du Rückenschmerzen hast. Ja. Und wir haben so einen wunderbaren, schönen, gemütlichen Linoleumboden. Das ist irgendwie, das ist so wirklich, das ist so ein bisschen Sporthallen-Feeling dann für dich wahrscheinlich auch, oder? Nee, also das mache ich wirklich nur, wenn ich wirklich große Schmerzen habe und ich den Rücken entspannen muss. Ich bin Rückenpatientin. Tatsächlich mein großes Manko und das kann ich unterbinden, wenn ich im Büro 2, 3 Wochen sitze, ich fresse Süßigkeiten noch und nöcher. Und das ist ganz schlimm und das macht halt sehr, einfach fett. Schlimm, genau. Ja. Und sobald ich nicht mehr im Büro bin, esse ich auch keine Süßigkeiten mehr. So. Ich habe ja extra, ich hatte ja bei mir in der Schublade, in meinem Schreibtisch, habe ich in der obersten Schublade, war ja immer Süßkram drin. Ne? Ich weiß, dass du das weißt. Das habe ich jetzt unterbunden. Es ist jetzt in der dritten Schublade. Muss man sich tiefer beugen. Aber ich denke jetzt auch, Margot, also weil ich bin wirklich eine große Spaziergeherin und liebe es. Ja. Schon auch vor Corinna. Und ich denke jetzt auch, wenn das Wetter wieder schöner ist, man ist mehr draußen, man ist auch mehr in Bewegung einfach auch wieder. Ja. Läufst du gerne mehr spazieren wirklich, ja? Jetzt, ich bin dann jemand tatsächlich, der Wege zu Fuß zurücklegt und nicht in die U-Bahn steigt. Ja, das mache ich auch. Aber auch wirklich dann, dass ich mal auch wirklich lange laufe, dann 1,5 Stunden irgendwo hinlaufe, anstatt den Bus zu nehmen. Fahre auch sehr viel mit dem Fahrrad zum Beispiel. Und meine Güte, das ist doch schon mal gut. Also Bewegung an sich ist, glaube ich, immer ganz gut. Also mein Mann zwingt mich einmal, dass wir abends spazieren gehen müssen. Und habe ich jetzt ein paar Mal ausgeklinkt, weil ich habe mittlerweile schon ein bisschen so dieses Gefühl, so die ersten paar Monate war das ja ganz hübsch, man läuft mal die Straße lang. Man kennt schon alles. Man kennt jetzt wirklich alles und selbst die Straßen, die wenigen, die ich bisher wirklich noch nicht kannte, auch die kenne ich jetzt wirklich in- und auswendig. Das ist natürlich schwierig. Und wenn ich dann so lang laufe, dann denke ich mittlerweile schon immer so ein bisschen, ich komme mir so vor wie so ein lethargischer Elefant im Zoo, der immer die gleiche Strecke abläuft und so einen richtigen Trampelfahrt schon hinterlassen hat. Kommst du ja auch so ein bisschen
Ja, also wirklich, Klaus und ich scherzen schon immer so, wir müssen dringend umziehen, damit wir mal neue Spazierwege haben. Das ist wirklich manchmal ein bisschen ermüdend. Ja, wir steigen manchmal sogar schon in eine U-Bahn und fahren extra irgendwo anders hin, um da spazieren zu gehen. Ja, ja? Das macht David auch mit mir, ja, genau. Ja, so, was soll man machen? Und man muss dann auch keine Nachbarn sehen. Das ist ja auch meine große Sorge immer im Treppenhaus. Ich weiß nicht, ich glaube, es haben viele BerlinerInnen haben das. Nachbarsangst nenne ich das. Ja. Hast du das auch? Nachbarschaftsangst. Das heißt also, dass du, wenn du hörst, im Treppenhaus läuft gerade jemand rauf und runter, dann lässt du die Tür noch geschlossen, wartest, bis der durch ist und gehst dann ins Treppenhaus hinein, um dann deinen Weg zu laufen mit der Mülltüte, damit dich bloß keiner sieht und du niemanden grüßen musst. Ja, und ja, ich halte auch dann inne in Schockstarre, ich höre auf zu atmen, um zu lauschen, wo diese Person gerade sein könnte. Und wirklich, das ist völlig skurril, ja. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte keine Menschen in meinem Treppenhaus sehen und ich möchte auch meine Nachbarn nicht kennen. Das interessiert mich nicht. Und wenn, dann kommen die noch später und klingeln bei mir, weil sie irgendwie irgendwas zwischenlagern wollen oder wenn der Heizungsableser innen kommt, dass ich dann die Wohnung aufmachen soll, weil die nicht da sind oder so. Ich möchte keinen Kontakt zu Nachbarn. Also so schlimm ist es jetzt bei mir nicht. Ich kenne meine Nachbarn alle. Echt? Und ja, ich habe ein gutes Verhältnis zu denen hier. Das freut mich sehr für dich. Ja. Wir gehen uns halt aus dem Weg, wir machen die Tür nicht auf, wenn wir im Treppenhaus sind und grüßen uns nicht. Nein, wir grüßen uns schon. Ich grüße die auch bei mir im Treppenhaus, aber ich muss sie nicht sehen, ganz Nein, ehrlich. Also alles gut. Gut, alles ich bin gut. Halt auch soziophob. Jetzt kommt gerade was Neues noch über den Ticker gerade rein. Nochmal, es gehört zwar nicht in diese Rubrik jetzt hier rein, aber es ist jetzt gerade noch tagesfrisch aktuell und es muss noch rein. Weil alles es ist klar, komm, das überrasch ist noch mich. Februar. Hamburg, folge mit mir nach Hamburg. Da hat der Zoll. Ich höre schon die tutenden Schiffe. Ja, das das riecht auch ein bisschen mit Fisch. So, also, weil du dich ausgezogen hast vorhin. Also, der Zoll in Hamburg hat eine kleine Menge Kokain beschlagnahmt, nämlich süße, charmante 16 Tonnen. Das ist Wahnsinn, oder? Was das für eine Menge ist, Margot, ne? Das ist die größte Menge Kokain, die überhaupt Krass. Als Einzelfund jemals gefunden worden ist in Deutschland. Und, um das mal in Relation zu setzen, in anderen Jahren, da findet man ja auch hin und wieder mal so größere Lieferungen, die jeweils zusammengerechnet ergeben nie die Summe, was die da jetzt heute gefunden haben. 16 Tonnen Koks. Das muss gigantisch sein. Ich glaube, das wurde als Zementpulver oder irgendwie sowas wurde das, glaube ich. Ach so, ja. Naja, clever eigentlich, ne? Ja. Wobei ja Kokain meistens eher so in Blöcken, glaube ich, transportiert wird. Da war es Pulver. Ne? Da war es Pulver. Okay, interessant. Also das ist dann viel Geld liegt okay. da jetzt wahrscheinlich. Ich wollte gerade fragen, also so 16 Tonnen, was kostet so ein Gramm irgendwie? Was sagt gerade der Kokspreis irgendwie? Ich gucke kurz in meinen Bitcoin-Umrechner. Warte bitte ganz kurz, Margot. Aber du, das wären. Stehen da die Aktien? Das ja, wären wahrscheinlich ein paar Millionen werden das sein. Millionen? Ne? Sind wir im Millionenbereich? Obwohl 16 Tonnen. Das sind 1000 Kilo, also 16.000 Kilo. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht, ja, ein paar hundert Millionen vielleicht, oder? Ich weiß es doch auch nicht, Margot. Besonders, das lagert jetzt also in der Asservatenkammer der Hamburger Polizei. Ja, und Roland Schill hat sich schon angemeldet. Der möchte was. Der kommt mal kurz vorbei. Der muss mal kurz feucht durchwischen. Ich meine, es ja? Eine Geruchsprobe. Ich meine, 16.000 Tonnen. Wie viel? Nee, 16 Tonnen. 16 Tonnen. Ja, 16 Tonnen. Aber ich meine, wie viel Nasen braucht es, um das wegzu... Weil das ist doch... Ja, du... Also ich weiß, dass Berlin ein Moloch ist, was das angeht. Und Köln und München sowieso. Aber meine, das muss doch auch weg. Das muss halt auch weg. Ja, ich habe so meine Fantasien darüber. Also zum einen wissen wir ja alle, dass gerade Berlin wirklich die Drogenhauptstadt ist. Das wissen wir ja alle. Und dass dieses Modell Koks-Taxi hier unheimlich erfolgreich funktioniert. Und es in anderen großen Städten in Deutschland gar nicht so gibt wie in Berlin. Also hier muss dieser Absatz muss hier riesig sein in Berlin. Und trotzdem glaube ich, dass diesen großen Drogenkartellen, die das aus Südamerika hierher schaffen über Schiffe, denen sind die 16 Tonnen wahrscheinlich dann doch letztendlich wahrscheinlich ziemlich egal, weil echt, die haben. Das ist auch sehr erschreckend. Kann ich mir gut vorstellen. Aber 16 Tonnen, ich bin nochmal wirklich bei der Menge und versuche mir gerade vorzustellen, wie viel Berlin davon wegschnupfen muss, innerhalb welches Zeitraumes. Ein Wochenende in Bergheim, 16 Tonnen. Ganz einfach. Das Ganze auch weggeht. So geht's weg, ja. Okay.
Gott, wir sind wirklich in Millionen, ich glaube, wir sind im mehrstelligen Millionenbereich, ja, aber oder? Auf jeden Fall, ja, mein Gott. Ich habe es nicht ausgerechnet, bin mal sehr gespannt, was die Polizei, was die Nachrichten dann sagen werden. Wenn ihr wisst, wie viel 16 Tonnen Koks kosten, genau, schreibt es uns bitte in die Kommentare hinein. Und wenn ihr wisst, wo diese 16 Tonnen Koks gerade sind, schreibt es uns in die Kommentare hinein. Wir wissen, wo man das hier in Berlin verkaufen kann. Und wir kommen jetzt auch zum Ende langsam, ja, Margot, wir oder? Wir sind nämlich auch schon durch. Ach Gott sei Nach Dank. Nach 16 Tonnen Koks bin ich halt einfach durch. Ich bin so knallwach jetzt, ich kann die nächsten 3 Wochen nicht schlafen, Margot, das weißt du schon. Ne? Ach Gott, ja. Mein Lieben, es tut mir leid, das ist der längste Podcast wahrscheinlich dann geworden. Mal gucken. Aber ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Aber das nächste Mal machen wir es aber kürzer. Ja, Margot, dann musst du einfach weniger Themen aufschreiben. Ja. Also auch dann so Sachen rauslassen, wie Christopher Plummer ist gestorben. Das ist wichtig gewesen. Das interessiert keine Sau. Nein, das ist wichtig. Ja. Das ist ein großer Schauspieler gewesen. Dann entschuldige dich nicht, wenn der Podcast so lang wird, ganz ehrlich. Entweder oder. Weil du so viel erklären musst, weil du dich nicht vorbereitest, weil du keine Ahnung von Fußball hast, weil du die Abseitsfalle nicht kennst, weil du dich während des Podcasts erstmal hier ausziehen musst. Bitte folgt uns auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram, auf unseren Telegram-Kanälen. Und natürlich Margot auf Clubhouse. Ja, bitte folgt mir auf Clubhouse. Jurassica kriegen wir auch noch dahin eines Tages. Mal gucken, du bist doch so eine Quasseltante. Das kriegen wir schon. Ich bin eine Quasseltante. Und außerdem natürlich könnt ihr mich persönlich jeden Samstag live aus dem BKA-Theater sehen. Bei Paillette geht immer und bei Paillette noch schlimmer. Ja, Margot und dich. Mich gibt's ansonsten jetzt vorübergehend nur noch auf Clubhouse, jetzt an jeden Mittwoch, ja, um 7:45 gemeinsam mit Destiny Drescher haben wir dort einen Drag Talk, wo wir über diverse Themen reden werden. Schaltet einfach ein, habt Spaß dabei. Ansonsten nutze ich den Monat März, der jetzt ansteht, für kreative Dinge, die auch vorbereitet werden müssen. Ach so, muss verstehe. Auch mal sein. Genau, ja, richtig. Ansonsten habe ich, glaube ich, keine Termine, oder? Deine Bikini-Figur wäre auch noch ein Termin. Ach, vielleicht, Gott, Margot. Der nächste Podcast, den gibt es dann am 31.03.2021. Habt einen schönen März, seid lieb zueinander und informiert euch. Nicht immer alles glauben, was auf YouTube läuft. Nein, sowieso nicht. Und wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, dann dürft ihr uns gerne ein paar Euros da lassen. Genau, die Adressen findet ihr in den Shownotes. Also Marco, das war schön mit dir. Jetzt ja, reicht es mir aber auch. Ja, genau. Und ich, dein Make-up rutscht auch langsam so ein bisschen runter. Mal, ich habe mich extra schön geschminkt heute für dich. Ich bin schön geschminkt. Nee, Margot, das ist bei dir vorbei. Das, ja, dein Make-up hält auch nicht mehr lange. Also ich bin wahnsinnig gut geschminkt. Ja, Margot, das in deiner kleinen Welt der Potsdamer Straße siehst du vielleicht ganz schön geschminkt aus. Ich bin aber wirklich gut geschminkt. Ja, du bist heute halt eine Kurfürstenstraße. Geschminkt bin ich nämlich. Nee, geschminkt. Sehr geschminkt. Nee, geschminkt nicht, aber geschminkt. Ich bin geschminkt. Das war's mit dem Podcast von Jurassica und Margot für dieses Mal. Ab sofort keine Ausgabe mehr verpassen. Jetzt abonnieren.